gesehen, Allah kann auch ein Mensch werden, wenn er will. Allah hat es ja getan, indem er ein Bein ist, ein Schienbein. Hast du gesehen, Sahih Bukhari. Ne? Oder Sure 68, Vers 42, das ist im Koran. Also merkst du jetzt selbst, Allah kann auch Mensch werden. Allah hat dieselben Namen wie Jesus. Also, Baru, was sagst du dazu? Du, wenn er nicht redet, dann kann ich ihn auch rausschmeißen. Dann kann ich auch nichts machen. Dann wünsche ich dir nur Gottes Segen, Maro. Wirklich, ich empfehle dir, geh jetzt in tiefen Gebet, frag Gott, wer bist du, was ist die Wahrheit? Ich habe heute wirklich was erkannt, was sehr, sehr heftig ist. Bitte, Gott, zeig mir endlich die Wahrheit, offenbare es mir. Maro, wer sucht, der findet. Er klopft, dem wird geöffnet. Jesus liebt dich, Jesus ist Gott und nur mit Jesus kannst du gerettet sein. Wenn du Jesus nicht annimmst, du wirst in die Hölle gehen, Maro. Ja, ich wünsche Gottes Segen dir und deine ganze Familie. Amen. Amen. Ja, kann man nichts machen. Ne? Dann holen wir jetzt den nächsten. Aber kann man nichts machen. Wenn hat Baru schon seine Sprache verstanden? Vielleicht hat er auch Erkenntnis bekommen, Bruder Rippen, wer weiß das? Auf einmal ist er jetzt so tief geschockt, kann ja sein, ne? Das kann sein, ja. Man kann auch beten, ne? Okay. Gottes Segen, Islam. Ja, hallo, schönen guten Tag. Grüß dich. Ja. Grüß, wie geht's? Erstmal. Ja, mir geht es Gott sei Dank gut. Und dir? Auch gut. Sehr schön. Was liegt auf den Herzen? Ich habe, also ich möchte jetzt nicht, wie soll ich sagen, kann man es ja genau debattieren, sondern ich habe halt wirklich einfach nur eine Frage so. Ja, kein Problem. Wie kann ein Mensch aus Fleisch und Blut wie ich und du ein Gott sein? Du musst die Frage anders stellen. Kann ein Gott Mensch werden, wenn er will? So musst du die Frage stellen. Ein Gott, Kann er Mensch werden, wenn ja, er will? prinzipiell schon, aber Aber. wenn Gott sah, also bei uns sagte er, er ist, Gott hat sich bei uns schon mal gezeigt. Er hat sich einem Ja, ein Berg Schienbein, offenbart. richtig. Genau, ein Genau. Schienbein hat der Gott sich euch ja offenbart. Das steht ja hier. Da muss man ja sehen. Also ist Gott doch, also Allah Mensch geworden. Ne? Sahih Bukhari Also, 7439. das kenne ich nicht, aber ich kenne eine andere Geschichte, wo Gott sich einem Berg offenbart hat und dieser Berg in tausend Staub geworden ist. Ja, genau, das steht auch in der Bibel, ne? In dem Testament, also in der Tora. So, was ich aber sagen kann, was ist mit jetzt Sure 68, Vers 42? Hast du den Koran bei dir? Ich habe den Koran bei mir, aber leider Sure nicht das. 68, Vers 42. Einen Moment, leider nicht das Deutsche, weil Ist ich nicht kann leider schlimm, du kein kannst doch die Arabisch. Sprache lesen, die da steht. Und dann kannst du doch für uns übersetzen, oder? Welche meinst du? Also, nee, ich kann kein Arabisch, deswegen. Ach so. Ja, Ja, deswegen. da steht Schenkel. Na? Da steht, Allah Schenkel wird entblößt werden und die werden es anbeten. Und Sahih al-Bukhari, ein Hadith, steht geschrieben, und niemand wird zu dem sprechen, außer dem Propheten. Und dann wird zu ihnen gesagt, kennt ihr irgendein Zeichen, an dem ihr ihn erkennen könnt? Sie werden sagen, das Schienbein. Und so wird Allah, so wird Allah dann sein Schienbein entblößen, worauf sich jeder Gläubige vor ihn niederwerfen wird. Und es werden diejenigen bleiben, die sich vor ihn niederwerfen, erwarten, nur anzugeben und einen guten Ruf zu erlangen. Aber Also sehen wir, wenn, ja. also wenn, okay, sagen wir, ich weiß es jetzt nicht, ne, wie gesagt, deswegen habe ich auch gesagt, ich möchte nicht so gerne debattieren, aber deswegen habe ich es auch gesagt, aber ich weiß jetzt nicht, wenn Allah, also wenn Gott wirklich ein Schienbein hat, Ja. er sagt ja, er hat ein Schienbein, aber er sagt nicht, dass er ein Gesicht, Augen, Beine, Hände, Körper und so Okay, weiter hat. dann hast du es so, okay, dann müssen wir es so verstehen. Allah ist ein Schienbein. Dann ist ein fliegendes Schienbein. Dann ein Schienbein, wenn es so ist. Okay. Dann ist er Ja. ein Schienbein. Aber dann Dann ist ein ist es. fliegendes Schienbein. Ja, Okay. Also das ist für dich logischer, dass ein Allah ein Schienbein ist, aber nicht ein richtiger Mensch werden kann. Das ist logischer für dich. Für mich ist einfach logisch, dass Gott kein Mensch sein kann. Weil
Jesus selber, also ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwo erwähnt wird, in einem Vers oder also in einem Vers oder sowas bei euch in der Bibel, aber Jesus sagt nirgendwo, also soweit ich weiß, dass er ein Gott ist. Er sagt nirgendwo, ich bin Gott. Kennst du die Namen der 99 Namen Allahs? Ja, guck mal, da als hattest du ja schon den vorherigen Ibro oder sowas war das, Genau, hättest du den Al-Haq, gesagt. Al-Samad, Al-Ayyad, Al-Nur, Aber ich Al-Malik. sag ja, manche, es gibt viele Personen, die haben, also man kann auch die Namen als Namen nehmen, also so als seinen Okay, Namen. dann machen wir es anders. Weißt Dann machen wir es anders. Wer ist der Erste und der Letzte laut Islam? Gott, Allah. Allah, ne? Richtig. Ja. Offenbarung 1, Vers 17, 18 sagt Jesus: Ich bin der Erste und der Letzte und der Ewige. Das sagt es Jesus Christus selber. Ich war tot und siehe, ich bin wieder auferstanden. Das sagt Jesus: Ich bin der Erste und der Letzte. Wer darf sich diesen Namen, Ehrentitel, der Erste und der Letzte geben? Nur Gott, nur Gott. Keiner darf sich diesen Namen geben, weil der ist doch der Ewige, richtig? Nur Gott kann sich den Namen Genau. geben, richtig. Also siehst du, dass Jesus in der Bibel doch gesagt hat, ich bin Gott. Hast du jetzt selber gesehen. Offenbarung 1, 17, Aber 18. ich könnte jetzt auch sagen, ich bin der Ewige, ich bin das Erste und das Ende. Könnte ich Nein, nein, auch jetzt nein. sagen. Du darfst ihn nicht diesen Ehrentitel. Du hast gerade gefragt, wo Jesus das gesagt. Ich habe dir jetzt die Antwort gegeben. Jetzt kannst du nicht einfach irgendwas einfach so sagen, wie du es ja willst. Du hast nur gefragt, hat Jesus es gesagt? Wir haben bewiesen, Jesus hat es gesagt. Ja, aber Jesus sagt, für mich muss er, wenn Jesus irgendwo sagt, dass er wirklich, also er sagt ja aber nicht, dass er Gott ist. Er hat zwar Er hat doch diesen gesagt, ich bin Ehrentitel, Gott. er hat sich diesen Ehrentitel. Bruder Reza, sag mal, wo Jesus Christus Schlage sagte, ich Offenbarung bin. 1, Vers 7 auf. Dann sehen wir, dass der Herr Jesus der allmächtige Gott ist. Bruder Axel, hast du Offenbarung 1, bitte? Ja, mache ich. Bruder Reza, welchen Und Vers dann willst du lesen? Offenbarung Kapitel 1. Ja. Willst du Vers 8 lesen oder 17, 18? Offenbarung Kapitel 1, Vers 8, da spricht der Herr Jesus. Lies mal bitte vor, Bruder Axel. Ich Mach finde es sehr ich. gut, dass der Herr Jesus sagt, dass er der allmächtige Gott ist. Ja. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr Gott, der da ist, der da war und der da kommt, der Allmächtige. Amen. Wer ist der allmächtige Islam? Der Allmächtige ist Gott. Und Jesus sagte, ich bin der Allmächtige. Aber war das jetzt, war das von, ich so eine Frage jetzt mal, ist es von dem Alten Testament von gewesen Neues oder Testament, da spricht der Herr Jesus im von dem Neuen Neuen? Testament. Ja. Eine Frage habe ich dann noch. Dieses Neue Testament und das Alte, wurde das Neue vom Menschen oder wie wird das Neue umfasst jetzt? Alle Wie Bücher der jetzt Bibel von sind von Menschen? Propheten geschrieben, durch den Heiligen Geist, inspiriert vom Heiligen Geist, niedergeschrieben von Propheten. Also das Neue Testament wurde aber doch von den Menschen, oder? Alle Schriften der Bibel sind von Propheten geschrieben und Propheten sind ja Menschen, sind ja keine Schweine. Ja, Wer hat denn den richtig. Koran geschrieben, Islam? Wer hat den Koran geschrieben? Ein Mensch, ein Prophet. Siehst du? Und so Ja. hat es aber auch, nur niemals, der war kein Prophet. Der Koran hat der dritte Kalif geschrieben. Warte, Uthman ibn Affan, der hat das geschrieben. Der Ja, dritte Kalif. richtig. Genau, der ist ja Ja. kein Prophet. Genau. Nee, genau, nee. Genau. Also Richtig. heißt das, ein Mensch hat deinen Koran geschrieben. Richtig, ein Mensch hat meinen Richtig. Koran geschrieben. Also ist deine Frage wieder beantwortet, na? Mit dieser Frage, die du auch ja gestellt hast. Also ergibt alles wieder Sinn, richtig? Achso, ja, alles gut, ja. Genau. Was steht in Johannes Evangelium Kapitel 10, Vers 33? Was haben die anderen denn jetzt gesehen? Die Juden antworteten ihm und Jesus, Entschuldigung, die Juden antworteten ihm, Jesus, und sprachen, nicht wegen eines Werkes wollen.
Was steht da? Warte, ich muss an der reingehen. Nicht wegen eines guten Werken willen wollen wir dich steinigen, sondern wegen Gotteslästerung. Und zwar, weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zum Gott machst. Also selbst die Juden haben es erkannt, dass Jesus immer sagt, ich bin Gott. Ja, aber guck mal, was steht da? Du als Mensch dich zum Gott machst, ja, Warte, weil du. jetzt musst du die Perspektive wie ein Muslim sehen. Die Muslime sagen ja auch immer, Mensch wird Gott. Wir Christen sagen, nein, Gott wird Mensch. Die Siehst haben du, ja weil guck genau mal, was dieselbe da Richtung steht. gemacht. Aber nein, da ist immer die Frage beantwortet, weil du sagtest, wo sagt immer Jesus, er ist Gott? Die Menschen haben selber erkannt, dass er sich selbst Gott nennt. Aber Also, Gott wurde ja Mensch. Das war die Redeweise der Juden, die ihn nicht akzeptiert haben. So wie ein Muslim jetzt. ja, also, okay, also ich war, wie gesagt, ich habe halt nicht so gut viel Wissen, ne? Aber wenn Jesus sich als Gott betitelt, sagen wir mal, sage ich mal so, dann, ich schwer zu erklären, hat er es halt gesagt. Aber er ist bei uns ja ein Prophet, er kann einfach kein Gott sein, weil Gott selber bei uns gesagt hat, er ist zu mächtig, er ist zu wertvoll, zu Okay, schön, okay. um Machen wir es sich. anders, Islam. Bruder Reza, du hast sehr Ja. schöne Worte. Du hast, ich habe auch, ich kann es auch erklären, aber du hast einfach die besseren Worte. Der Herr hat dich dafür benutzt. Sag mal bitte mit Opferfest und Abraham und Isaak, das ist sehr schön. Ich habe das heute sogar geredet in der Gemeinde. Erzähl Ja, mal, wo genau. kannst. Es gibt Analogien in der Bibel, die eben aus dem Alten Testament, alle Geschichten im Alten Testament sind Analogien zum Neuen Testament, zum Herrn Jesus Christus. Zum Beispiel die Opferung von Isaak und Abraham. Abraham, der Vater, war bereit, seinen geliebten Sohn Isaak zu opfern. Und das ist eine Analogie auf den Gott der Bibel. Gott, der Vater, war bereit, seinen Sohn Jesus Christus zu opfern für die Menschen. Das sind immer diese Analogien im Alten Testament. Ja? Kain und Abel. Kain und Abel. Kain tötet Abel, seinen Bruder. Ja, warte, Kain und Abel, da mache ich weiter, wo Therese. Kain Abel. Kain hat natürlich, weil Gott hat ein Geschenk gewollt, Kain hat natürlich Früchte gebracht. Der Abel aber hat dagegen ein Opferlamm gebracht. Ja? Gott hatte Wohlgefallen an das Opferlamm gehabt. Warum? Der andere hat Früchte gebracht. Gott hat aber Wohlgefallen an das Opferlamm gehabt. Warum? Weil Abel das größere Geschenk gebracht hat. Blut. Blut symbolisiert Leben, gibt Leben. Und das ist es, was es aber symbolisiert. Das Lamm, was geopfert wird, damit wir ewiges Leben erlangen. Ja, und das beruht sich wieder auf den Herrn Jesus Christus. Man nennt ihn ja Lamm Gottes. Ja, und ein Lamm natürlich unschuldig, auch makellos, so wie Jesus, makellos. Wenn wir anschauen, die Kreuzigung von dem Herrn Jesus, der wurde in eine Kreuzigung war es üblich, ja, dass die Menschen die Beine gebrochen werden, bevor die endgültig sterben. Warum? Weil die Kreuzigung, selbst die Römer fanden die Kreuzigung selber nicht schön, weil die Kreuzigung war so qualvoll für einen Menschen, weil er erstens langsam atmen tut, aber immer schwerer atmen auch tun kann, weil seine Lunge immer mehr zerdrückt, weil sein Gewicht nach vorne gelagert ist. Der verspürt einen starken Schmerz und er leidet einen langsamen Tod. Und deswegen hat man die Beine gebrochen, üblich bei der Kreuzigung, damit die Person schneller sterben tut. Ja? So, was sehen wir? Der Herr Jesus Christus hat aber den Beinbruch nicht bekommen. Warum? Weil es geschrieben steht, dass der Messias makellos sein soll und nicht seine Beine gebrochen werden. Bei den anderen zwei Verbrechern haben die den Beine gebrochen und bei Jesus nicht. Warum? Alte Testament. Das Lamm musste makellos sein und das Lamm durfte nicht gebrochene Beine haben. Erinner dich, Islam, mit deinem Opferfest und so weiter. Selbst im Koran wissen wir, dass die Juden laut Koran auch die Opferdinger doch gebracht hat, Opferlamm, ein Opfertier für Sühnung der Menschen. Erinner dich. Ja, und der sollte auch ohne Beinbruch sein und so weiter. Und das symbolisierte immer wieder auf den Herrn Jesus Christus ein roter Faden, was ganze Zeit durch die Bibel
hindurchgeht bis Jesus, was immer einstimmig war. Erzähl weiter, Bruder Reza. Genau richtig. Und ich komme jetzt nochmal zurück zu Abraham und Isaac, die Opferung. Und da sagt er eben, Abraham, Gott wird schon für ein Opferlamm sorgen. Das heißt, anstelle von Isaac hat Gott ein Lamm dahin getan, damit das Lamm, das unschuldige Lamm stirbt für den Menschen. Und das ist das Symbol für den Herrn Jesus Christus, das sein Leben lässt für die Sünder, also für Abraham und Isaac. Das ist immer wieder diese Symbolik in allen Geschichten des Alten Testaments, ist die Symbolik des Herrn Jesus Christus als Opfer drin. Und wenn der Islam kommt und einfach eine von diesen Geschichten stiehlt und einfach eine neue Religion daraus macht, das geht ja nicht, weil alle Geschichten haben eine Signatur von Gott, eine Copyright. Dass wenn du eine Geschichte stiehlst, dass das sofort auffällt, weil die Signatur Gottes, der Bibel, unter jede Geschichte des Alten Testamentes steht. Deswegen kannst du keine Geschichte stehlen und eine neue Religion daraus basteln, ohne dass das auffliegt, dass das ein Diebstahl ist. Zurück zu Kain und Abel. Kain hat ja seinen Bruder Abel ermordet, weil eben, wie der Bruder gerade gesagt hat, der Abel das bessere Opfer gebracht hat, nämlich ein Lamm. Und dann nimmt der Kain eben Anstoß daran und tötet seinen Bruder Abel, obwohl der Abel unschuldig ist. Und das ist wiederum eine Analogie, ein Bild auf Israel, das aus Neid den Herrn Jesus Abel, der unschuldig war und das Opferlamm gebracht hat, ihn getötet hat am Kreuz. Denn die Juden haben ja Abel, Jesus Christus, getötet aus Neid. Also man muss es auch, also wir haben keine neue Religion gebastelt daraus. Diese Religion, der Islam, ist schon, der war schon immer da. Diese Religion war schon immer da. Und Islam ist 600 Jahre nach Christentum gekommen. Der war nicht immer da. Ja, aber für uns. Es gibt keinen archäologischen Befund, Islam. Es gibt keinen archäologischen Befund, was älter als der Koran oder der Hadithe sind, was über eure Islam spricht. Nichts. Kennst du Islam Bayam? Er hat darüber geredet, ich habe ihn gefragt, er hat es bestätigt. Ich habe ein Video gemacht, ihr könnt alle auf mein Profil gehen und das anschauen. Ich habe es fixiert. Islam Bayam hat sogar bestätigt. Es gibt keinen archäologischen Befund, was älter als der Koran und die Hadithe sind, wer euch prophezeit oder über euch redet. Nichts, es gibt nichts. Ihr habt euch eine eigene Religion gebastelt 600 Jahre später. Wir haben uns keine eigene Religion gebastelt. Der Christen, dieses bei euch die Bibel, wir müssen ja auch an die Bibel glauben. Der Christentum, das Judentum, alles, was da vor dem Islam war, das war alles eine, wie soll ich sagen, alles Bücher und Erklärungen von Gott, die hinabgesandt wurden, damit ab da hat alles angefangen. Deswegen ist der Islam einfach, also bei uns ist es auch so, dass der Koran einfach die vorherigen Bücher bestätigt. Weißt du? Allah, guck mal, lässt Allah sein Wort verfälschen? Allah hat doch kein Gott verfälscht. Nein, lässt Allah zu, dass sein Wort verfälscht wird? Nein. Nein, aber Allah sagt doch in Sure 3, dass das Injil und die Tora Allahs Wort ist und der Koran spricht davon, dass das Injil und die Tora verfälscht worden ist. Warum lässt Allah sein Wort verfälschen? Die Tora und das Injil? Genau. Es ist bei uns es ist so, dass es gibt keine Verfälschung. Bei uns gibt es keine Verfälschung. Du hast mich nicht verstanden. Was warum denn? Lässt Allah zu, sein Wort verfälschen zu lassen von Torah und Injil? Sagt ihr nicht, die Bibel sei verfälscht? Sagt ihr das nicht? Wer? Ja, ihr. Wir sagen nicht, dass die Bibel verfälscht ist. Guter Rese, ich glaube, der kennt seinen Islam nicht. Nein, der hat wirklich noch weniger Ahnung als die Leute, die gar keine Ahnung haben. Also, das ist schon hardcore. Da muss man nicht. Mein Bester, wir müssen das Gespräch verkürzen. Wir müssen das so machen. Ich empfehle dir, lies die Bibel. Ja? Geh ins Gebet, frag Gott, wer bist du?
Nur wer sucht, der wird finden. Wirklich, nur wer sucht. Von einem Mann kann ich noch was sagen, ganz kurz, und dann fertig, ja. Einfach, dann mache ich das, was du gerade gesagt hast. Mal gucken. Ja. Ein Mensch kann ein Wort des Gott, das Wort von Gott oder seine Bücher niemals verfälschen. Er kann sein Wort nicht verfälschen. Im Prinzip, aber der Koran hat es doch getan. Der Koran hat doch gesagt, die Bibel sei verfälscht und die Tora und so weiter. Was sagt doch der Koran? Also hat Allah sein Wort verfälschen lassen. Leider bin ich halt im Koran auch nicht so weit, aber im Prinzip kann man diese Wörter von Gott nicht verfälschen lassen, weil ein Mensch kann es nicht. Selbst oder Reza, warte, Islam. Oder Reza, weißt du das auswendig, wo drin steht, dass die Tora und das Injil verfälscht ist laut Koran? Weil das könnte eine gute Erkenntnis jetzt für ihn sein. Ja, also wir haben ja natürlich die Sure 930. Die Juden sagen, Hussein ist Allahs Sohn, und die Christen sagen, Al-Masih ist Allahs Sohn. Das sind die Worte, ihre Worte aus ihren eigenen Mündern. Das steht ja in der Bibel, dass der Herr Jesus der Sohn Gottes ist. Und hier sagt Allah, sie führen ähnliche Worte wie diejenigen, die zuvor ungläubig waren. Allah bekämpfe sie, wie sie doch abwendig machen lassen. Sie haben ihre Gelehrte und ihre Mönche zu Herren genommen, außer Allah, so wie Al-Masih und so weiter. Also es geht hier darum, dass die Juden und die Christen eben die Schriften so gemacht haben, dass der Sohn Gottes, der Herr Jesus, eben der Sohn von Allah ist. Und Allah sagt, das ist falsch. Also das heißt also, die Schriften sind verfälscht worden. Allah hat niemals gesagt, dass der Jesus sein Sohn ist. Auch wenn das in der Bibel steht. Das heißt also, die Bibel ist verfälscht. Ich kann dazu auch eigentlich nichts sagen, weil, wie gesagt, ich bin halt noch unwissend und weiß nicht so viel, aber ich kann nur das sagen, was ich weiß und was ich auch gehört habe von anderen. Aber ich danke für das Gespräch. So, überlege jetzt auch, was ihr gesagt habt da. Sehr gut. Dann danke ich und wird dann auch runtergehen. Ich wünsche dir Gottes Segen. Ja, Gott segne dich. Dankeschön. Geh ins Gebet, Islam. Geh ins Gebet und frag Gott, wer bist du? Was ist die echte Wahrheit? Geh dieses Gebet machen, bitte. Mach das. Gottes Segen. Gottes Segen. Wir beten für dich. Danke. Sehr schön. Hallo, Maurice, Gottes Segen. Du hast gesagt, du wolltest unbedingt hoch. Was liegt dir auf den Herzen? Ja, genau. Also erstmal zu mir. Ich bin jetzt seit einer Woche ein Kind Gottes. Okay, und also ich habe Buße getan, ich habe alles getan, was man machen soll biblisch. Und ich habe da jetzt mal eine Frage. Und zwar, man sagt ja, man erkennt sie an den Früchten. Ja, Galater 5, Vers 22. An die Früchte erkennt man die, ja. Und Galater 5, 22 sagt, welche Früchte man haben sollte. Genau, und ich hatte einen Arbeitskollegen, der ist halt auch ein Neugeborener. Und durch den habe ich das erkannt und habe mich erst da so mit Gott beschäftigt und so. Und davor habe ich das halt komplett abgelehnt alles und bin da ganz tief rein und bin dann dadurch zum Glauben gekommen. Und ich bin jetzt so bei denen da in der Gemeinde. Und ich fühle mich da jetzt zurzeit nicht mehr so wohl gerade, weil... Wie heißt die Gemeinde? Freie biblische Gemeinde. Freie biblische Gemeinde? Habe ich noch nie gehört. Ja, okay. Also auf jeden Fall... Oder Reza, weißt du was von? Nee, aber man muss herausfinden, was sie lehren. Das, wie sie sich nennen, ist erstmal unwichtig. Aber die Lehre ist wichtig, um zu sagen, ob die Gemeinde eben in der Wahrheit ist oder nicht. Genau. Was ist da unwohl? Wo fühlst du dich da unwohl? Was denkst du? Genau, also das wollte ich jetzt sagen. Ich habe mich da am Anfang super wohl gefühlt, weil ich so auch die Leute gesehen habe und wie die strahlen. Und dann fing das aber an, dass also jetzt... Diese Woche, Freitag ist immer Bibelstunde und Sonntag halt Gottesdienst heute. Ja. Und da waren zum Beispiel drei Flüchtlinge aus Ukraine,
Die wollten sich auch bekehren und die wurden nachher nicht da mehr in der Gemeinde, also die wurden von der Gemeinde weggenommen, weil der gesagt hat, der Prediger, die dürfen halt kein Handy mehr haben, also kein Smartphone. Okay. So, weil das halt gefährlich ist mit Verführung und so, das kann ich ja auch verstehen. Warte, 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 da kann ich dir jetzt schon sagen, der hat keine Ahnung. Der Prediger hat schon gar keine Ahnung. Okay, ja, Da kann ich schon jetzt schon sagen, er ist nicht schon neugeboren, kann ich jetzt schon daraus schon sagen. Wenn er schon damit redet, die dürfen keine Handys haben. Ja, was denn? Die dürfen jetzt auch keinen Kühlschrank haben. Der Kühlschrank kann mich jetzt auch verführen. So. Ich könnte ja. ja viel fressen. Na, und viel Fraß ist eine Sünde, na, wenn wir jetzt so viel fressen. So, und das ist ja, was ist das denn? Die dürfen Mensch, keine Handys haben. ja, also keine Ahnung, für Aber mich du kam hast das jetzt halt ein so. Handy zum Beispiel. Sagt das nicht auch zu dir? Also zu mir jetzt explizit nicht, aber ich komme noch zu anderen Dingen. Auf jeden Fall, ich sehe das auch, keiner von denen hat da Handys, ne? Also alle haben so Klapp-Handys. Okay, ja, das ist schon ein sehr schlechtes Zeichen. Das hört sich nach einer Sekte an. Die sind meistens so angelegt, weil die wollen sich komplett abschotten, so richtig abschotten von der Welt und sich eigene Gebote machen. Ja, also Das ist genau das hört eine sich wirklich falsche nach Sekte an. Abwandlung. Ja, genau, weil das hat mich nämlich auch gewundert, weil die so sehr, sehr extrem sind, weil, also die sagen zum Beispiel auch, du kannst halt nur wirklich den echten Herrn Jesus haben, wenn du dich biblisch in einer Gemeinde bekehrst, Ne, das ist schon so falsch. Das ist schon vor, falsch. genau, vor einem Seelsorger. Das ist schon falsch. Das ist ja vollkommen falsch. Du kannst dich bekehren auf der Straße, in den Boden, in eine Ecke ganz alleine. Wenn du sagst, ich nehme alle, also Herr, ich bin der größte Sünder auf dieser Erde, ich will meine ganzen Sünden dir geben, ich nehme deine Gnade an, die du am Kreuz für mich an Golgatha gegeben hast, und ich erkenne, dass du Gott bist und Jesus natürlich Gott ist und Mensch wurde und für unsere Sünden gestorben ist, ich nehme deine Gnade vollkommen an und jetzt will ich deinem Weg folgen, mein altes Leben soll weggeschmissen werden. Zack, du hast dich bekehrt. Genau, und genauso sehe ich das auch. Und die beziehen sich halt auf den Jakobusbrief 5,16, glaube ich, war das. Da steht, Okay, schauen wir mal. bekennt einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Und das beziehen die halt auf deren Gemeinde, dass die in einer Seelsorge halt das bekennen, ihre Sünden Na, und merkt man, Buße dass sie den tun. Heiligen Geist nicht haben, ja. Die erklären das schon mal falsch. Na, Okay. also, Bruder Reza, da kannst du auf jeden Fall da was dazu sagen, mein Jakobusbrief. Oder bekennt aneinander, das heißt ja nicht bekennt in der Gemeinde, einem Ja. Ja, Seelsorger die genau. Sünden. Aneinander heißt den Geschwistern. Das heißt, du hast vielleicht in einer Gemeinde einfach Geschwister, die dir nahestehen und du möchtest halt über deine Sünden mit denen reden. Und du möchtest das nicht, dass das unbedingt an die Öffentlichkeit kommt, sondern dass das privat bleibt erstmal. Das ist ein gutes Recht, dass du nur Ja. mit den Geschwistern redest, die dir auch sehr nahestehen. Ja. Ja, krass, ey. Also ich merke das auch. Also deswegen fühle ich mich auch so unwohl. Weil ich denke mir halt, wenn du dich nur so biblisch bekehren kannst, ich meine, Das ist völliger in Quatsch. anderen Ländern ist es doch gar nicht möglich, dass die in solchen, also dass die in Gemeinden gehen und zu Gott kommen wollen, so. Die sagen ja jetzt, du musst in so einer Gemeinde sein und davon gibt es nicht viele auf dieser Welt und das ist dieser schmale Weg. Und nur dann bist du gerettet. Das ist doch Quatsch. Das ist ja völliger Quatsch. Ja, Ja, absolut. halt. Da wurde Reza. Apostelgeschichte 2, da predigte Apostel Petrus einmal frei in die Menge und da bekehren sich bis zu 3000 Leute an dem Tag. Apostelgeschichte 2, Vers 41, genau. Ja. Okay, ja, dann weiß ich auf jeden Fall, wo ich bin. Und ja. ich Was glaube wären nicht, denn dass die denn so? 3000 Leute jetzt zu Petrus gegangen sind und gesagt haben, ja, das sind meine Sünden, das sind meine Sünden und so. Weißt Ja. du? Also, Ja, das auf ist. jeden Fall. Maurice, du hast dich vor einer Woche bekehrt. Erzähl mal dein Zeugnis. Oh, mein Zeugnis. Gut. Also, ich erstmal zu mir, ich war halt wirklich sehr stark depressiv und hatte eine soziale Phobie. Und das ist so schlimm geworden, dass ich wirklich nur noch zu Hause war und ich konnte gar nichts mehr. Ich konnte eigentlich nur noch im Bett liegen. Ich konnte
nicht mal mehr Zähne putzen, nicht mal mehr duschen. Also war so schlimm, dass gar nichts mehr ging. Also nur noch auch die Selbstmordgedanken und so waren leider da. Das war halt TikTok sportlich, falls man das sagen muss. Ja, ne? Muss ein bisschen aufpassen. Auf jeden Fall habe ich mir dann direkt, als diese Gedanken kamen, habe ich mir erstmal Hilfe geholt und bin direkt in eine stationäre Klinik gegangen für 8 Wochen. Da habe ich dann gemerkt, dass die mir gar nicht helfen können da. So, die wollten mir eigentlich nur Tabletten reindrücken. Die waren organisatorisch total unterbesetzt. Da lief alles schief und so. Und ich habe gemerkt, so, okay, ich bin jetzt wenigstens weg von allen Leuten, bin alleine da in dieser Klinik. So, dann versuche ich mir irgendwie selber zu helfen. Und dann habe ich angefangen, so mit Selbsthilfe und habe mir Bücher angeguckt und wo es denn so heißt, zum Beispiel so Traumata hochholen und innere Kindarbeit, habt ihr ja bestimmt auch schon mal gehört. Ja, Damit habe ich Psychologie. angefangen und ja, bin so leicht in dieses Spirituelle reingegangen. Und habe aber auch, also es ist ein bisschen besser geworden dann erstmal so. Und ich dachte, oh, ich bin jetzt auf diesen richtigen Weg, auf diesen richtigen Pfad gekommen. Aber habe ganz schnell, als ich da aus der Klinik war, gemerkt, so, ja, nee, irgendwie, das bringt gar nichts so. Und dann, wie gesagt, habe ich da jemanden kennengelernt auf der Arbeit, der neu war und der dann das erste Mal von Gott erzählt hat. Und dann war ja ich, also es war so schlimm bei mir leider schon, dass ich echt so gedacht habe, ich bin Gott oder wir sind alle was Göttliches irgendwie. Also so war ich da schon drin. Und dann hat er zu mir gleich gesagt, ja, leider, das denken viele. Und dann meinte ich zu ihm so, ja, aber da mit Kirche und so, da kann ich nichts anfangen. Ich sehe ja, was in der katholischen Kirche abgeht. Und dann hat er zu mir gesagt so, das sind doch keine wahren Christen. So, da solltest du dich mal besser mit informieren. Und dann hat er auch gesagt, das geht eher in die satanistische Richtung und so. Und ich habe mich viel mit Verschwörungstheorien und so auseinandergesetzt und mit den Illuminaten und so. Und ich habe eigentlich schon die ganze Zeit diesen Teufel im Detail gesehen. Und dann ist mir das erste so ein Gedanken kommt, okay, wenn es den gibt, dann muss es auch die andere Seite geben. Und dann habe ich immer weiter nachgeforscht. Ich bin auch zu euch dann gekommen und so. Hab euch getroffen und hab viel zugehört und dann war mir irgendwann klar, ganz, ganz, ganz klar, das ist es. Hast du So. Bruder Reza gesehen? Seine Videos oder wen hast du da gesehen? Bruder Amir? Nee, tatsächlich gar nicht. Er ist gar nicht. Also ich habe die jetzt auch noch gesehen, aber er ist tatsächlich jetzt seit ein paar Tagen die von Bruder Reza und das hat's alles noch mal bestätigt. Krass, also bei Ja, Rezas Video wunderbar. bist du erstes Mal zugestoßen, ne? Ja, nee, davor, also ich habe schon Reza, also euch schon gesehen und dann habt ihr davon erzählt, dass Reza das aufgedeckt hat und dann musste ich da natürlich reingucken und das hat es total bestätigt und Ach so, du meinst, du bist unser Livestream gestoßen, ja, ne? genau. Ah, okay, dann hast du gesehen, Bruder Reza redet was davon. Na, also Bruder Danny bist du vielleicht gestoßen, weil die reden ja mehr über die Illuminatenaufdeckung. Bist du bei denen gestoßen? Nee, tatsächlich, ich habe mich sehr viel selber informiert und auch auf TikTok wurde mir viel gezeigt, aber da hatte das alles auch noch gar nicht so mit Gott zu tun, sondern eher in so Dinge in andere Richtungen halt noch. Aber für mich war schon klar, weil sie diese ganzen satanistischen Zeichen gemacht haben, so, das ist ganz komisch. Und ja, keine Ahnung, dazu kam es dann. Und dann ja, das mit Reza hat es dann ganz klar bestätigt. Und wenn man mal jetzt guckt, Stark. so, die verheimlichen ja gar nichts mehr. Stark, stark. Ja, Ja. das stimmt. Aber Bruder Reza, siehst du deine Arbeit, wie die hochbringt? Total, ja. Ja, klar. Das ist ja nicht eigentlich nicht meine Arbeit, sondern das ist einfach vom Das Herrn ist der durch Herr. den Das ist Heiligen der Herr. Geist. Ja, das soll ja Früchte bringen. Es bringt auch Früchte. Es kommen hier immer wieder Leute durch die Arbeit auch zum Herrn Jesus und finden auch Errettung. Aber das ist sehr schön, dass du siehst, dass der Herr Jesus dich auch in so eine tiefen Loch fallen lässt, damit du nach Gott suchst. Und du siehst dann an Ja. einer gewissen Grenze, nichts hier kann dir helfen. Ja. Psychologien kann dir nicht mehr helfen. Esoterik kann dir nicht helfen. Tabletten kann dir nicht helfen. Das heißt also, du brauchst wirklich die absolute Wahrheit. Du brauchst Gott. Und erst wenn du mit Gott connected hast, dann erst hast du die Erfüllung. Sonst Genau. Ja, so war es echt. Das bist du war. mit allen anderen Menschen in so einer Art Depression, mehr oder weniger. Der eine hat mehr Depression, der andere hat weniger Depression. Aber davon betroffen sind fast alle Menschen. Ja, für mich war das immer so, ich will kein Christ sein. Ich will nichts mit diesen Leuten zu tun haben. Ich fand die immer komisch alle so.
Und jetzt, wo ich wirklich den Heiligen Geist empfangen habe, also es ist unglaublich, was der mit mir jetzt schon gemacht hat. Und also Wie ich merke, dass hast du der ist. Buße getan? Also dann hast du gesagt, Herr, ne, wie ich davor gesagt habe, wie man sich bekehrt. So hast du das gemacht? Ja, ich Dein habe ganzes Leben davor, ich bin abgegeben? davor ins Gebet auch sogar gegangen und habe den Herrn noch gefragt, zeigt mir wirklich alles, was ich gemacht habe, auch an Dingen, die ich mir nicht erinnern kann. Und er hat mir so viel gezeigt, ich habe mir das alles aufgeschrieben und dann bin ich auf die So Knie krass auch gegangen und noch. habe das gemacht. Ja. Hast du sogar aufgegeben? Okay. Sehr. Also da warst du sehr detailliert. Ja, Ja, okay, dann hast ich du. wollte das mit 100% wollte ich da an die Sache rangehen. Das war mir ganz wichtig. Okay, sehr Ja. schön. Wunderbar. Freut mich sehr für dich. Da hast du. Maurice, jetzt Ja. Jesus ist Gott, ne? Ja. Genau, also glaubst du genau an die Trinität, Vater Gott, Sohn Gott, Heiliger Geist Gott, 100%, ein ja. Gott. Na klar, 100%. Stark, stark. Wunderbar. Maurice, schreib mir bitte im WhatsApp, in TikTok, ja? Oh. Gib mir deine Nummer, ich tue dich in eine WhatsApp-Gruppe. Sehr Und gerne, ja. dann kannst du immer Fragen stellen, wenn du irgendwelche Fragen hast. Geh die Gemeinde, besuch die bitte nie wieder. Geh einfach Nee, weg. Wenn die ja. dich ansprechen, ist dir egal. Einfach weitergehen. Einfach weitergehen. Ja, ja, Na, und ja. dann komm bei uns, dann natürlich, ne, immer mit Bibel antworten wir, wenn du Fragen hast, dann siehst du Ja. dann die Wahrheit immer mehr. Kannst du mit uns dann zusammen lesen, Fragen stellen, alles mögliche Gemeinschaft haben. Ja? Aber für mich ist das trotzdem echt wichtig, dass ich so eine Gemeinde finde und ja, das ist Ja, halt Bruder jetzt Reza, erzähl nicht. mal was dazu. Das ist auch Ja, was Wichtiges, was erzählt werden muss. das ist natürlich für uns alle wichtig, dass wir halt Geschwister haben und mit denen Gemeinschaft haben. Und dass wir mit denen Brot brechen. Ja. Aber wir sind leider in der Laodicea-Zeit und in der Endzeit, und davon spricht der Herr Jesus Christus in Offenbarung Kapitel 3, das Sendschreiben an Laodicea. Und der Herr Jesus beschreibt die Endzeitchristenheit, die Endzeitgemeinden kurz vor der Entrückung als die lauwarmen. Okay. Und dann sagt er ihm, Herr Jesus, weil ihr weder heiß noch kalt seid, sondern lauwarm, speie ich euch aus meinem Mund. Und in dieser Zeit befinden wir uns jetzt. Das heißt, die Gemeinden sind lauwarm, stecken in vielerlei Irrlehren. Die meisten Leute sind da einfach aus Jux und Dollerei, Langeweile da. Und sind nicht wiedergeboren. Ja. Und deswegen musst du auch damit klarkommen, dass du nur mit ein paar wenigen Geschwistern durch diese harte Zeit durchgehst. Da musst du einfach dich damit zufrieden geben. Oha, ja, Es okay. ist jetzt Jetzt momentan Endzeit, Maurice. die härteste Zeit für einen Wiedergeborenen. Die allerhärteste Zeit, die es je gegeben hat. Ja. Weil wir halt wenige Geschwister haben, die wirklich von neuem geboren sind. Genau. Ja, okay. Und die sind verteilt Schreib da. mich auf jeden Fall an, Maurice, ne, TikTok. Ja, mach ich mal. Ich habe dich auch schon mal angeschrieben. Da hatte ich dich mal früher, also schon ein bisschen her, mal nach was Okay. gefragt. Aber Okay. ich schreib dir auf jeden Fall noch mal. Sehr Ja, vielen Dank. super. Mach das, Maurice. Ja, vielen Gut. lieben Nach dem Dank. Stream schaue ich mir das an und dann tue ich dich rein, ja? Ja, vielen Okay, lieben dann Dank. wünsche ich Du dir hast Gottes Segen, weitergeholfen, Maurice. weil das hat mir echt, also das ging mir heute richtig. Also ich war richtig am Verzweifeln und aber vielen lieben Dank dafür. Ja, Sehr schön. aber Nee, erst dank dem mal rede Herrn. mit dem Herrn Jesus. Freut Ja, mich danke sehr, Herr, mein Lieber, genau. dass du zum Herrn gefunden hast. Ja. Genau. Sehr Okay. schön, Maurice. Gottes Segen Sehr euch schön. allen. Gottes Gott Segen. segne dich auch, mein Lieber. Wunderbar. Das ist wirklich schön. Der ist der Bruder Reza immer mehr. Gute Nachrichten. Immer gute Nachrichten, sehr schön. Das ist wirklich schön. Drum in den nächsten natürlich hoch. Dann welche. Timotheus wollte hoch, da wollte unbedingt hoch. Mal schauen, was in seinem Herzen liegt auch noch. Und KG 2018. Warte, KG Gottes Segen. 2018, du hast Gottes Segen. Du hast ja lange geschickt, die. Was liegt auf den Herzen, KG? Ja, Paulus, es ist so, ich bin Moslem Ah, okay. und ich habe mir also erstens zu deiner Person, wenn du wirklich Christ bist, ne, und wirklich richtiger Christ bist, willst du zum Beispiel so ein Bild nicht nehmen, Muslime kehrt um und so weiter. Das ist ja schon sehr provozierend. Du redest sehr suggestiv, obwohl du es deutlich sagst, nein, ich will euch nicht beeinflussen. Aber das machst du die ganze Zeit. Leider. So. Und wenn du wirklich Christ wärst, ja,
Also zum Beispiel zu dir und also zu dir und zu Resa habe ich den, bei dir und Resa habe ich den Eindruck, ihr erzählt so, als ob ihr schon dabei wärt. Wahnsinn! Das ist ja echt Timotheus, der Hammer. warte kurz bitte. Timotheus, ich So, hole dich sofort wieder hoch, ja? Schick wieder eine Einladung, Timotheus, ich tue dich kurz runter, ja? alles klar, Bruder, Bis alles gleich. klar, Bruder. Du weißt, warum ich So, und wieder was mein mache. letzter Punkt ist, wenn Alles. ihr wirklich mit eurem Religion Menschen helfen wollt, wenn ihr wirklich Christ seid, ja, dann würde ich die Zeit nutzen, um andere wichtige Themen zu sprechen. Macht ihr auch nicht. Das, was ihr macht, ist philosophieren. Ihr tut so, ihr wart überall dabei und ihr wisst das, da steht vorgeschrieben. Für mich sagt ihr so, tut mir leid für diesen Wort, Daten, Fakten, Fuzzis. Da steht das drin und hat dies gesagt und wir sind, was weiß ich. Deswegen ist das ja auch Glaube. Das ist nicht Wissen. Wenn wir es wissen, wäre es eine ganz andere Nummer. Aber ihr wisst das. Du und Reza, ihr wart überall dabei. Herzlichen Glückwunsch. Okay, also, bist du fertig oder? Ja. Okay. Erstens, genau ein richtiger Christ geht predigen, evangelisieren und sagt sogar, die Leute sollen umkehren. Nicht nur die Muslime, sondern alle. Zweitens, Jesus ist Gott, das predigen wir weiter und werden nie aufhören. Drittens, ich komme mit Fakten, ja? Sure 65, Vers 4, sind Kinder gemeint. Du glaubst mir nicht, glaub aber deine Paulus, Großgelehrten. warst Du du glaubst mir dabei? nicht. Warst du Warte, dabei? nein, 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 jetzt bin ich am Reden. Warte, jetzt musst Vorlesen du zu. kann ich Nein, auch. jetzt bin ich am Reden. Vorlesen Warte, kann ich nicht auch. unterbrechen. Nicht die Angst haben, ja? So, Ich dann habe hauen keine wir direkt Angst ein vor Tafsir der raus. Der Tafsir von Ibn Kathir erklärt, Kinder sind gemeint. Was steht denn da? Das ist jetzt ein Tafsir von euren Gelehrten, ja? Also die dabei sind. So, da steht Allah, der Erhabene, erklärt die Wartezeit der Frauen in den Wechseljahren und das ist diejenigen, deren Menstruation aufgrund ihres höheren Alters ausgeblieben ist. Ihre Iddah beträgt 3 Monate statt 3-monatige Zyklen für diejenigen, die menstruieren. War auf der Aya in Surat al-Baqarah basiert. Jetzt kommt's. Das gleiche gilt für die Jungen, die das Menstruationsalter noch nicht erreicht haben. Ihre Iddah dauert 3 Monate, wie die in den Wechseljahren. Das ist die Bedeutung seines Okay. Wortes. Das war Ibn Kathir, Kinder sind gemeint. Ibn Abbas, Cousin von Mohammed, der erst recht dabei war. Was erklärt der? Schauen wir uns doch an und prüfen wir es. Ibn Abbas Moment, Paulus, sagt, jetzt bitte nein, nicht jetzt den bist du, nein, nein, Blick. nein, nein, mein Lieber. Ich habe dich ausreden lassen. Jetzt lässt du mich ausreden. O Gesandter Allahs, wie sieht es mit der Wartezeit diejenigen aus, die keine Menstruation haben, weil die so jung sind und diejenigen, die deren, Entschuldigung, und diejenigen, die es Wartezeit 3 Monate, ein anderer Mann. Warte, ich habe was versehen. Und diejenigen, die es nicht haben, aufgrund ihres jungen Alters beträgt ihre Wartezeit 3 Monate. Also, keine Menstruation haben Kinder, ja, weil die so jung sind und aufgrund ihres jungen Alters. Kinder sind gemeint. Mohammed hat es vorgelebt. Woher wissen wir es? Woher sehen wir es? Sahih al-Bukhari. Da lesen wir. Sahih al-Bukhari 6130. So, wir haben in Gegenwart des Propheten mit Puppen gespielt und meine Mädchenfreunde haben auch mit mir gespielt. Während der Prophet hereinkam, versteckten sie sich, aber der Prophet rief sie, um mit mir zu spielen. Das Spiel mit Puppen und ähnlichen Bildern ist verboten. Aber es wurde Aisha zu jener Zeit gestattet, da sie noch ein kleines Mädchen war und noch nicht das Alter der Pubertät erreicht hatte. So, schauen wir rein. Was hat Mohammed mit Aisha getan? Sunan Nasa'i 3378, alles Sahih, authentisch. Es wurde überliefert, dass Aisha sagte, der Gesandte Allahs heiratete mich, als sie 6 war und vollzog die Ehe mit mir, als ich 9 war und ich pflegte mit Puppen zu spielen. Das Puppenspielen repräsentiert, die hat nicht das Alter der Pubertät erreicht. Also Geschlechtsverkehr mit ein Kind gehabt. Also Mohammed hat es vorgelebt, euer bester Mensch der Welt, bedeutet Vorbild, ja. Ihr müsst so leben, wie Mohammed gelebt hat. Das ist ja Sunna. Dann macht ihr es auch richtig, wie es in Sura 68, Vers 4 steht. Kinder sind gemein, Sura 68 geht es um Scheidung. Scheidung bedeutet, die Kategorien Frauen waren verheiratet, haben eine bestimmte Wartefrist, bevor die sich scheiden lassen. Das symbolisiert und zeigt ganz klar, Kinder sind verheiratet mit Muslimen, die noch nicht mal die Pubertät und die Menstruation erreicht haben. Also, wir haben keine Zeitreise gemacht, Bruder Reza und ich. Wir haben eure Schriften gelesen. Jetzt kannst du darauf antworten. Habe ich gelogen oder habe ich nicht gelogen? Antwort jetzt mal drauf. Habe ich gelogen oder habe ich jetzt nicht gelogen? Du musst mich entstummen, KG. Du musst dich entstummen, wenn du jetzt reden willst. Jetzt will ich mal drauf eine Antwort wissen. Hat Bruder und Resa und ich eine Zeitreise gemacht? Oder haben wir jetzt eure Schriften aufgeschlagen und gelesen?
Zwei Tafsire, Ibn Kathir, Ibn Abbas. Plus Sahih al-Bukhari und Sunan al-Nasa'i. Ja. Haben wir uns das jetzt erfunden? Was ist los? Warum ist das Schweigen jetzt auf einmal so groß? Gerade hast du so einen großen Mund gehabt. Bitteschön. Ich weiß nicht, wie der sich entstummt. Nee, mein Mikro ist aus. Irgendeiner hat mein Mikro ausgemacht. Okay, jetzt das bitte rede. Habe ich gelogen oder habe ich nicht gelogen? Das weißt du nicht. Du liest das vor. Du warst nicht dabei. Das ist heftig. Du weißt es nicht. Ich weiß es nicht. Der sagt, ich weiß Glaube. Du machst aus Glauben, machst du Fakten. Du, ich war nicht dabei. Ich bist du überhaupt ein Muslim? Jetzt mal ohne Spaß, bist du ein Muslim? Ich bin ein Muslim. Na, ich du glaubst nicht an deine eigene Schrift? Ich glaube an meine eigene Schrift, aber ich war nicht dabei. Nochmal, du verdrehst immer sehr suggestiv die Worte, deswegen glaube ich an den Islam. Bruder Reza, verstehe mich nicht. Du glaubst an den Christentum oder nee, an ich kann das mir nicht anhören. Bruder Reza, was hast du dazu? Was ist das denn? Ich bin Muslim, ja, aber ich glaube. Hä? Ein Glaube, das nicht auf Fakten basiert. Der will da sagen, dass der Islam eben nicht auf Fakten basiert. Sondern es kann sein, es kann nicht sein und das ist ein Glaube. Der Allreisende, 6000 Kilometer ist er gereist und er weiß alles sauber, Leute. Das, nein, was nein, ihr nein, macht, warte, ist warte. Nein, warte, wir haben nur Ibn Kathir gelesen. Wir haben nur ihn gelesen, er war dabei. Wir haben nur ihn gelesen, aber nein, das ist ja kein Fakt für dich. Dann bist du kein Muslim, wer bist du? Dann bist du überhaupt kein Muslim. Was ist das denn? Lies deine Hadith und dein Koran ab. Ist schon nur Glaube. Also sagst du, dein Koran ist nicht Fakt. Dein Koran ist irgendwas anscheinend. Ja, es kann auch sein, dass es Allah gibt oder nicht gibt. Ne? Ich glaube, dass Allah gibt, vielleicht auch nicht. Das ist dein Glaube. Das will er das damit sagen. Das ist heftig. Das habe ich auch noch nie erlebt. Er glaubt noch nicht mal, dass er existiert. Selber. Der selber. Der sagt, ich glaube, dass ich existiere. Vielleicht auch nicht. Ja, dann würdest du auch nicht sprechen. Es ist mein Bewusstsein. Wir wissen es nicht. Aber gut, genau, ihr ich wart weiß ja nicht, ob du vielleicht ein Delfin bist. Alter, das nicht. Vielleicht bist du ein Delfin, oder? Oder ein Nashorn. Hat er das gerade bestätigt? Weiß das schon, ne? Wir können uns da nicht auf Fakten, weil wir nie dabei waren, wo du gezeugt worden bist und geboren worden bist. Ja, aber du kannst doch nicht Sachen da rauslesen, dir was zusammenbauen, ich Thomas. Du hast recht, ich glaube, du hast recht. Wir wissen nicht, ob wir alle im Zoo geboren sind. Wir glauben es alle, wir wissen es nicht. Boah, ich sterbe. Oh, das war jetzt heftig. Der glaubt nicht mal, dass er selbst existiert. Was ist das denn? Oh, der habe ich jetzt nicht gecatcht. Ich muss mir das beweisen. Ja, vielleicht ist KG ein Nashorn. Vielleicht auch nicht. Boah, warte. Das war wirklich heftig. Das habe ich ja gar nicht erwartet. Der alles relativiert. Außer wenn man jetzt, wenn man den jetzt so ein bisschen an die Wäsche geht und sagt, ey, gib mal jetzt dein Portemonnaie her. Dann wird man nicht mehr sagen, oh, das ist Glaube. Nein, da wird sagen, ey, mach dich weg, ich gebe dir mein Portemonnaie nicht. Hier haben wir nichts mit Glaube zu tun. Wenn es um sein eigenes Ego geht, dann hört der Glaube auf einmal sofort auf und das geht sofort um die Fakten. Nee, bei mir hat das überhaupt nichts mit Ego zu tun. Wenn ich dich treffe und ich sage, ich glaube, dein Portemonnaie muss in meine Tasche wandern, das glaube ich. Ja, okay, das ist dein Glaube, Gier, mein Portemonnaie. Warum wechselst du die Kontexte? Warum wechselst du? Du glaubst nicht mal, dass du existierst, was ist das? Warum wechselt ihr immer die Kontexte? Ihr baut das so zusammen, dass das immer für euch passt. Und das Bruder Reza, ich habe das doch nie in meinem Leben gehört, ne? Ich dachte, ich habe jetzt alles gesehen, ne? Aber der hat alles getoppt. Ich glaube, er weiß nicht, was das ist. Es gibt Leute, die das relativieren, nochmal relativieren. Na, und deswegen kommen nur 151 Leute zu euch, weil ihr die allwissenden Reisenden seid. Das ist scheiße, was ihr da macht. Nein, wir glauben, dass 150 Leute hier sind. Nicht, es sind, wir glauben es nur. Wir wissen es nicht. Ja, aber du musst. Guck mal, also du bist sehr kindisch, der da hintergrund lacht. Dass du weißt, du hast mich zerstört gerade. Nein, du hast mich wirklich zerstört. Du weißt, dass du deine Religion nicht ernst nimmst. Du glaubst es und dein Glaube ist nicht auf Fakten. Nein, du kannst das nicht beweisen. Nochmal, okay, keiner kann das beweisen. Nein, machen wir es anders. Glaubst, jetzt hast, nein, 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 nein. Jetzt Spaß beiseite. Wenn ich ein Glas Wasser nehme, ja, und auf den Tisch hinstelle, das ist ein Fakt.
Ich habe ein Glas Wasser hingestellt. Ist doch ein Fakt, oder? KG 2018. Hört sich an wie Star Wars. Hallo, bist du noch da? Dann hat sich wieder gestummt. Hallo. Er glaubt, Was dass er hast du gestummt getrunken? ist. Bei mir Das wird immer glaube der ich nicht. Mikro zugemacht. Ist egal, aber vielleicht ist Ja, das ist ja das nicht so? so. Ist das ein So, Paul, Fakt, wenn ich mit ein dem Glas Glas bitte. Wasser auf Nehmen den wir Tisch mal. stelle? Hallo, KG. Fangen wir Wenn ich, mit. Warte doch KG, mal bitte. Ernst, Hallo, hör mal alles bitte gut zu. bitte. Also, Mit wenn dem ich ein Glas Glas Wasser Wasser. nehme, hallo, warte doch. Wenn ich ein Glas Wasser nehme, auf den Tisch stelle und sage, ich habe das Glas Wasser genommen, auf den Tisch gestellt, ist doch ein Fakt, oder? Moment, folgendes. Ja, für dich, aber ich sehe das nicht. Du kannst, du hast das Ich jetzt kann dir nicht gesagt. helfen. Du hast das gesagt, aber ich kann es dir nicht beweisen, dass du jetzt, wo du das gesagt hast, dass du das auf den Tisch gelegt hast. Genau, wenn er Durst hat, Du der kannst KG, mir wenn nach er dem Wasser Pferd geht, der ist zum erzählen. Kühlschrank, der glaubt daran. Also er weiß jetzt nicht, dass da Wasser ist. Der glaubt, dass das Wasser ist. Deswegen trinkt Aktuell er auch. weiß ich nicht, dass du glaubst, Deswegen trinkt er auch warte, das Wasser KG. nicht, wenn er Durst hat, weil er sich ja nicht auf seinen Glauben verlassen kann, weil nichts mit Wenn endgültiger Beweis. er Reda, also KG, zuhören, glaubst du, bewiesen. nein, Ja. KG, warte bitte. KG, glaubst du, dass du ein Gehirn hast? Zuhören, warte, nicht so schnell. So, noch bleiben wir mal. Ihr seid immer sehr, ihr macht sehr viel Taktik, aber bleiben wir bei dem Wasser. So, Ja, okay. aktuell, wo wir jetzt sprechen, weiß ich nicht, dass du das hingelegt hast. Du hast es gesagt. Ich glaube aber, dass du das vielleicht gemacht hast. Ich weiß es erst, wenn ich sehe, dass Paulus das Wasser dahingestellt hat. Dann weiß ich es. Davor ist alles Glaube. Das könnte sein, das könnte nicht sein, das Also weiß ich glaubst nicht. du, also ist es kein Fakt, dass du ein Gehirn hast? Das ist ein Fakt, sonst könnte ich ja mit dir nicht kommunizieren. Ne? Nee, nee, hast du dein Gehirn mal selber gesehen? Weil du glaubst ja nur das, was du siehst. Also hast du dein Gehirn gesehen? Nee, dafür sind wir ja nicht gemacht. Ich bin ja nicht geboren, um mein Gehirn zu sehen. Ich Also könnte glaubst, mich also operieren heißt das, du lassen. weißt es nicht, dass du ein Gehirn hast, richtig? Doch. Ich weiß, dass Nein, ich Gehirn nein, habe. nein, Sonst nein, du könnte hast ich ja dein Gehirn nicht nicht gesehen. kommunizieren. Nein, du hast dein Gehirn nicht gesehen. Also glaubst du, dass Ich du ein könnte Gehirn hast? aber, ich könnte, warte, nicht so schnell. Du bist sehr schnell. Das ist immer Taktik bei dir. Ich Ich bin könnte schnell. aber, wenn ich medizinisch die Vorkehrung treffe, das so hinbekommen, dass ich mein Gehirn sehe. Das geht. Technisch. Nein, 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 nein. Aktuell, Dieser, wo nein, 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 dieser Aber Computer was ist ist, wenn nur du so ein 100 Jahre vorher Glaube. geboren warst, wo es technisch noch nicht möglich war? Also hast du kein Gehirn. Weil du jetzt in der Zeit lebst. Jetzt Ja, hast du das erst ein sind wieder Gehirn. nur diese ganz Aber vor 100 komischen Jahren, wo man die Fragen. technische Möglichkeit nicht hatte, hattest du kein Das Gehirn. ist, Reza, das ist, du bist mehr taktisch unterwegs. Du bist taktisch Natürlich, ich muss mich immer unterwegs. Schachmatt setzen, Du bist so taktisch. Immer schön unterwegs, Schachmatt. dass, wenn er was sagt, wie kann ich das widerlegen? Also das Ja, hat aber das mit ist der Schachmatt. Ja, Kommunikation hast du nicht recht, zu Schachmatt. tun. Das hat mit Kommunikation nicht. Kommunikation ist respektvoll. Ihr habt deine Meinung. Ist super, ist in Ordnung. Ich habe aber meine Meinung. Aber ihr redet die ganze Zeit taktisch und suggestiv. Es Was gibt eine wäre denn? normative Kraft des Faktischen. Das heißt also, an der roten Ampel musst du mit deiner Philosophie und ich mit meiner Religion stehen bleiben. Du kannst nicht sagen, ich glaube, dass es jetzt rot ist. Aber alles ist relativ. Rot könnte auch grün sein. Das interessiert die Polizei nicht, wenn du so eine Philosophie von dir gibst. Fährst du über Rot, fährst du über das normative Faktische, bekommst du die Konsequenz. Genau wie ich. Ich kann nicht sagen, Rot ist zwar da, aber meine Religion hat gesagt, nein, ordne dich nicht einer Obrigkeit unter, wenn es Gesetze Ja. gibt. Bricht die Gesetze. Verstehst du? Das Gelaber hört auf in der Realität. Es gibt eine normische Kraft des Faktischen. Und das normt die Menschen. Die müssen sich daran halten, weil es Wahrheiten gibt, die normativ sind. Naturgesetze. Ja, Naturgesetze. Und die Gesetze zwischen den Menschen gibt es, dann gibt es Naturgesetze und so weiter. Ja klar, das ist richtig. Genau, das Aber sind ich die könnte Fakten, nicht. an die sich alle halten. Du, ich, ganz egal, was für eine Philosophie oder religiösen Hintergrund wir haben. Es gibt Fakten, an die sich alle Menschen halten. Wo sind wir Genau, auch um geboren? diese Wahrheiten geht es. Und jetzt wollen wir herausfinden, ob es außer die Gesetze des Staates noch weitere Wahrheiten gibt, die für alle gelten.
Das ist richtig. Das sind Naturgesetze. Das heißt also, ein Esoteriker oder ein Mexikaner oder ein Chinese, egal ob die jetzt hochspringen auf irgendwo bei in Mexiko oder Japan, die kommen immer wieder auf die Erde zurück, weil es das Gravitationsgesetz gibt für alle, für Japaner, für Esoteriker und für Philosophen. Prinzipien sind Prinzipien, die gelten für alle. Das hat mit dann wollen wir weitere Wahrheiten finden, die außer Gravitationsgesetz für alle Menschen gelten. Okay, und ab da ist halt, und da gibt es für uns, weil wir nicht die Sinne haben, weil wir nicht die Fähigkeit haben, können wir das nicht auf Ewigkeit hin diskutieren, weil uns einfach vieles fehlt. So, wenn ich aber euch beiden höre, ihr seid Gesandte Gottes, ihr wisst alles Bescheid, das können wir nicht. Ja? Wir können jetzt ab einer bestimmten Situation, was Wissen anbelangt, haben wir unser Limit. Das geht nicht. Wir können nicht mehr. Wir können das drüber steigen, wenn wir schon Spinner sind. Dann können wir so Geschichten erzählen. Der hat dies gemacht. Ich weiß es nicht. Ja? Ich weiß, wir wissen es einfach nicht. Wir haben da darfst du auch kein Muslim sein. Ne? Ich bin Moslem, weil ich daran glaube. Ich bin Moslem, weil das, was im Koran steht, für mich hundertprozentig passt. Das ist meine Entscheidung. Hundertprozentig, auch nicht relativ. Auf einmal ist das, was keiner beweisen kann. Nee, ich habe nicht gesagt, guck mal, Lisa, hör auf, bitte taktisch zu werden. Ich habe dir nicht gesagt, ich habe dir nicht gesagt, dass was im Koran steht, beweisen kann. Doch, ich kann nimm dir deinen Koran. Du nimmst deinen Koran, hör doch zu, KG. Du nimmst doch deinen Koran, ja? Du nennst es, weil du 100% daran glaubst, ja? Ja. Glaube hier, Vers 34, dass ein muslimischer Ehemann eine muslimische Ehefrau schlagen darf, wenn man nur befürchtet, dass sie Allah nicht gehorsam ist. Daran glaubst du, 100% Fakt, weil du daran glaubst. Ja, das sagt dein Allah. Also akzeptierst du es. Jetzt macht ihr wieder euren Trick 17, indem ihr wieder suggestive Sachen da herausbringt. Bruder Reza, wir machen wieder unser Trick. Wir haben Fakten und Wahrheiten, das darf nicht sein. Ja, alles, was ihm unangenehm ist, ist Trick. Aber alles, was ihm angenehm ist, ist nicht Trick. So. Suche 34. Okay, bleiben wir mal bei Suche 34. Der gerechteste Mensch auf TikTok. Trick 17. Ja, bleiben wir mal bei meine Lieben, Trick 17 ist immer Trick. Fakten und Wahrheit zeigen. Das ist Trick 17. So, Paul, bleiben wir mal bei 34. Okay, ist das jetzt ein Vers, ist das jetzt ausschlaggebend? So, und ich bin damit zufrieden und damit zufrieden. Bin ich das? Ich bin das, was ich selber liebe. Ich bin das, was ich selber nach außen bringe. Ich bin das, was ich Schönes für die Menschen tue. Ja, ja. Sure 929. Ja, dann so viel interessiert mich schon nicht mehr. Sure 929. Kämpf gegen diejenigen, die nicht an Allah und nicht an den jüngsten Tag glauben und nicht verbieten, was Allah und sein Gesandter verboten haben und nicht die Religion der Wahrheit befolgen und diejenigen, denen die Schrift gegeben wurde, bis sie die Tribut aus der Hand entrichten und gefügig sind. Sure 929. Ja. Ja, dann schau mal nochmal die 40 Gebote des Islams, wo da explizit draufsteht, wir dürfen unsere Religion nicht anderen aufzwingen. Du, Rainer, du glaubst anscheinend deinen eigenen Koran, du kannst die deutsche Grammatik nicht. Kämpf gegen diejenigen, die nicht an Allah und nicht an den jüngsten Tag glauben. Wer sind die gemeint? Ja, 99,9% der Weltbevölkerung. Ja, also darf man die bekämpfen, laut Islam. Sowas wirklich ins Wahrheit zu bringen, das glaube ich nicht. Ihr seid Fakten, Leute. Natürlich sind wir Fakten, Leute. Wir sind keine Fantasieleute. Der ist ganz heftig. Das ist ein bisschen durcheinander, der Mann. Ey, das ist so heftig. Ihr seid Fakten, Leute, sagt er. Ja, was soll man denn sonst sein? Fiktion, Leute? Das ist so, ich weiß nicht manchmal, wo das ist. Was ist da los mit dem? Egal, alles über Top, Bruder Reza. Ich dachte, ich habe alles gesehen, aber das hat mich richtig geschockt. Ich glaube nicht, dass ich weiß nicht, dass ich existiere. Ist ja kein Fall. Wie glauben wir, existieren?
Und der lässt sich auch nicht eines Besseren belehren. Wenn man ihn zum Beispiel jetzt neu ordnen möchte, der hat so einen Stolz, dass er, wenn er zum Beispiel in einer Diskussion wirklich eines Besseren belehrt wird, dass er so einen Stolz hat und bei seiner, ja, bei seiner imaginären Argumentationsweise bleibt. Ja. So, der Friede und die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch, liebe Geschwister. Hi, guten Abend. Gottes Segen. Was liegt auf den Herzen? Der Bruder, also der Bruder in Adam gerade war ja extrem anstrengend. Ey, das ist ja Wahnsinn. Ich bin selbst Ex-Moslem. Ich weiß nicht, Reza, ob du dich an mich erinnern kannst, ich war ein paar Mal mit euch. Ein bisschen, ja, aber nicht ganz. Mit dir und deinem Bruder auch live, ja? Ja, ich kann mich ein bisschen erinnern, ja. Ja, ich hatte so ein, zwei Sachen gefunden. Ich bin ja durch deinen Bruder ausschlaggebend, war dein Bruder natürlich, dass ich aus dem Islam ausgetreten bin mit seinen Videos. Damals hatte ich ihn ja verflucht. Ich habe gesagt, was labert der für Müll in seinen Videos? Aber der Herr hat mir Verstand gegeben und ich bin dann selber mal auf die Suche gegangen und musste tatsächlich einsehen, dass das, was er erzählt mit seinen Quellenangaben, alles der Wahrheit entspricht. Und das hat mich natürlich ins Wanken gebracht. Und da gab es für mich keine zwei Meinungen. Bin dann sofort aus dem Islam ausgetreten und durch den Bruder Abdul Menbra, der hat mich dann wieder dem Herrn Jesus Christus näher gebracht und dann habe ich natürlich Buße getan und das tue ich jeden Tag. Ich tue jeden Tag Buße. Ich weiß, ich bekenne auf jeden Tag aufs Neue meine Schuld und ja, das sollte jeder tun, ja, weil wir jeden Tag irgendwelche falschen Gedanken haben. Deswegen jeden Tag aufs Neue Buße tun. Ich gehe öfter selber mal live und habe durch die Hilfe des Herrn Jesus Christus auch schon ein paar Leuten, nicht so viele wie ihr, aber ein paar Leuten die Augen öffnen können, die den Weg zum Herrn Jesus Christus gefunden haben. Und so finde ich es richtig schön, wie sich der Kreis so dann schließt, weißt du? So der eine überzeugt den anderen und er gewinnt dann und er gewinnt dann und so werden wir immer mehr und mehr, die auch neu wiedergeboren sind, ne? Nicht nur Namenschristen, auch wiedergeboren. Timotheus? Ja, lieber Bruder. Einer schreibt dir, du bist der Bruder Eve. Wer ist Bruder Eve? Nein, ist er nicht. Ah, okay. Ich weiß nicht, wer Bruder Eve ist. Ich auch nicht. Nein, ich kenne den Bruder sehr gut, das ist er nicht. Nein, ja, wie gesagt, und ich habe mich ja dadurch, ich komme aus einer sehr brenzlichen Gegend, ne? Also ich bin Schulabbrecher etc. pp. Und all das, die Kraft des Herrn Jesus Christus hat mich dazu gebracht, nicht nur die Heilige Schrift zu studieren, sondern auch auf Papier. Ich studiere tatsächlich jetzt Theologie. Das ist eine Sache, die hätte ich mir in meinen Träumen nicht erträumt tatsächlich. Ja, ich hatte, wo ich noch im Fleisch war, gehörte ich eine große Motorrad-Biker-Gang an. Ich will den Namen nicht sagen, aber einer der größten hier. Ja. Und wenn ich jetzt mal so zurückdenke, aus was mich der Herr für eine Welt gerissen hat, ist absoluter Wahnsinn. Ich bin sowas von glücklich und den Herrn sei Dank, dass ich dieses Leben jetzt so führen darf. Und ich war ja gestern noch mal ganz kurz bei Amir live. Ich hatte nämlich etwas gefunden, was ganz Spannendes. Es gibt ja drei Koran, ne? Korane. Ja. Ne, es gibt ja den einmal mit 111 Suren, 114, 116, das leugnen ja ganz viele. Jetzt habe ich aber komischerweise einen ganz alten Koran von mir gefunden, von Max Henning übersetzt. Das ist der mit 111 Suren. Ja. Da steht drin in Sure 5, Vers 68, da steht, sprich, damit ist Mohammed gemeint, ne? Sprich, o Volk der Schrift, ihr fußt auf nichts, ehe ihr nicht die Tora und das Evangelium befolgt und was zu euch von euren Herren herabgesandt worden ist. Ja? Also in diesem Vers sagt er, wir sollen an die Tora und an das Evangelium festhalten. Also die Widersprüche im Koran, die sind ja nicht von der Hand zu weisen.
Es setzt der eine sich allmählich aus. Ja, die sind schon richtig heftig, das stimmt. Ja, ja. Ist schon was. Aber gut, dass du dich durch Bruder Amir nicht bekehren lassen hast, ne? Weil du da erkannt hast, eine Katastrophe. Das ich ist schon sehr gut. Ich bin ehrlich, ich bin ja römisch-katholisch getauft worden damals. Ja. Und habe aber wie jeder andere, weiß ich nicht, wie Armee damals eventuell als Muslim auf die Welt gekommen ist, aber sich dem Fleisch hergegeben hat. Ne? Ich war einfach so ein Namenschrist. Ne? Nie was mit zu tun gehabt. Und damals, 2013, war das ja in, dass jeder konvertiert ist, ne? Diese Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr die Zeit noch kennt. Da ist hier jeder x-beliebige konvertiert und ich habe mich da auch echt überreden lassen, belabern lassen. Aber eins kann ich euch sagen, ich habe niemals konnte ich mich von den Herrn Jesus Christus, auch wenn ich nicht geglaubt hatte damals, dass er Gott ist, aber ich konnte den nie loslassen. Irgendwie hat mich irgendwas immer mit ihm verbunden. Ich wusste nicht, was es war. Ich hatte immer Angst gehabt, weil ich nicht wusste, damit umzugehen, weil irgendwas, so als wollte er mich nicht gehen lassen. Wisst ihr, was ich meine? Naja, du warst nur natürlich, du hast ja gar nicht die Erkenntnisse gehabt, wer Jesus wirklich eigentlich ist, genau. Aber was heißt, du musstest ja noch die Wahrheit auch noch kennen, ne? Und du hast dich genau. Ja nie in die Bibel gelesen. Genau, nee, die hatte ich noch nie gelesen. Ja, das ist ja was anderes. Du hast gar nichts mit Hebräer 6, Vers 4 zu tun, wie einer gerade schreibt. Nein, damit habe ich nichts zu tun, das weiß ich ja. Das weiß ich und umso glücklicher bin ich, weil ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was das, wenn man den Herrn Jesus in sein Leben lässt, was das mit einem macht, das ist unbeschreiblich. Ich, schön, ja, schön. Das ist in Worte gar nicht zu fassen, ja. Ja, das gefällt mir. Du hast den Herrn Jesus gefunden, ne? Und dein altes Leben weggeschmissen, neues Leben begonnen. Sehr, sehr, sehr gut. Ne? Ja, und sehr damit schön. Hat noch viel Reza und sein Bruder, muss ich, alles Lob gehört natürlich den Herrn Jesus Christus, aber die Arbeit, ja. Der Heilige Geist arbeitet durch den. Ne? Man darf das auch nicht zu klein reden. Ne? Also, ich bin echt stolz und echt dankbar und ich wollte nochmal danke, weil du warst gestern schnell weg, Reza, auch nochmal danke dafür, dass ihr diese tolle Arbeit macht, auch der Bruder Pavlos. Hier, ich bin ja selber ab und zu mal live und konnte ja Gott sei Dank mit Hilfe des Herrn Jesus Christus ein, zwei Leute, auch wenn es nicht so viele sind, aber die Augen öffnen und wenn es nur einer ist, den man auf den rechten Weg führt, dann hat man alles richtig gemacht, ja? Ja, sehr schön. Also, oder Reza, hast du schöne Worte für ihn? Ah, Bruder Reza kann bestimmt nicht, der macht bestimmt gerade was. Ja, ist ja auch nicht schlimm. Ist ja der, auch nicht hat, schlimm. Der hat ein Kind, weißt du, deswegen. Nein, da musst ja, du auch, ich bin auch Vater, ich kenne das. Ich kenne das nur zu gut. Ja. Ich finde die Arbeit richtig schön. Ja, ich würde natürlich gerne mal ein bisschen mit also wenn es geht, mal mit hier drinnen bleiben und ein paar Diskussionen. Ja. Mal mitmachen. Einfach nur, ich will jetzt nicht sagen, ich bin allwissend oder so. Ihr habt natürlich alle wunderbares Wissen. Nur, vielleicht kann ich an ein oder anderen Fragen behilflich sein, da ich ja auch über vieles Kenntnis habe, auch was den Islam angeht. Ne? Aber wenn nicht, wenn ich störe, könnt ihr mich natürlich ruhig runtertun. Da habe ich kein Problem mit. Ja, du störst nicht. Jetzt alles gut. Nur es ist so, jetzt hat kein Muslim jetzt eine Einladung geschickt. Da kannst du mir dann jetzt nicht da behilflich sein. Also wenn jetzt ein Muslim kommt, dann kannst du direkt eine Einladung schicken und dann hole ich dich dann wieder hoch. Ja? Alles klar, gar kein Problem. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du mich erstmal hochgeholt hast. Ich wünsche euch Gottes Segen und jeden hier im Chat. Kommt zum Herrn Jesus Christus. Kommt zum Herrn Jesus Christus. Öffnet eure Arme. Liest die Bibel und ihr werdet ein neues Leben finden. Ein neues Leben bekommen. Amen. Amen. Sehr schön. Amen. Okay, dann bis gleich vielleicht, Timothy. Dann bis gleich, Bruder. Ciao, ciao. Sehr schön. Das sind schöne Worte. Das gefällt mir. Ja, das sind wieder ermutige Worte, die wieder ein Sagen macht weiter. Ne? Die Arbeit bringt Frucht, das ist schön. So, verkündigen wir weiter. Bis jetzt hat keiner eine Einladung geschickt, ist ja nicht schlimm. Verkündigen wir das Wort Gottes. Also, meine Lieben, ihr seht es, der Islam ist eine Katastrophe, ihr habt es gesehen, an die Muslimen, ja, an die Katholiken, an die Orthodoxen, ihr hört das immer zwischendurch. Was ist Wahrheit, was ist nicht Wahrheit? Und dann seht ihr doch, wir bringen Fakten. Einer nannte uns sogar
wir sind zu viel mit Fakten beschäftigt, also mit Wahrheit. Und da muss doch die Erkenntnis sagen, komm, meine Lieben, wenn ihr euch noch nicht für den Herrn Jesus entschieden habt, so werdet ihr verloren gehen. Wollt ihr verloren gehen? Wollt ihr in die ewige Hölle gehen? Nein, das wollt ihr doch nicht. Wollt ihr im Paradies? So nehmt heute jetzt den Herrn Jesus Christus an, denn Jesus befreit einen. Jesus sagt, nicht den weltlichen Frieden gebe ich euch, sondern meinen Frieden gebe ich euch. Und dieser Frieden ist ein echter Frieden. Du könntest alles verlieren auf dieser Erde und du kriegst ein wunderschönes Lächeln an dein Gesicht. Weil Gott dir diesen Frieden gibt. Altes Leben wegschmeißen, neues Leben beginnen. Das ist sehr wichtig und sehr schön. Ohne das geht rein gar nichts. Buße tun. Wir sind alle Sünder. Alle. Jeder ist schuldig gesprochen. Wer bezahlt aber deine Schuld? Das ist doch die Frage. Wer bezahlt deine Schuld? Jesus Christus, er hat bezahlt. Er ist hingegangen und hat gesagt, ich bezahle. Und er gibt dir noch Gnade. Nicht nur er zahlt, er zeigt noch Gnade. Wenn ihr ihn annimmt, so werdet ihr von neuem geboren werden. Wenn ihr von neuem geboren seid, so werdet ihr im Paradies hineingehen. Und das heute noch, wenn ihr ihn jetzt annimmt, heute. Heilsgewissheit, einmal gerettet, immer gerettet. Jesus ist Gott. Nur die Bibel allein, meine Lieben. Nichts anderes. Nur die Bibel soll als Maßstab geben. Nur die Bibel ist die Wahrheit. Nichts anderes. Wer was sagt, da ist die Wahrheit. Nein, der lügt. Prüft es. Wozu haben wir ein Gehirn? Prüfen. Nachschlagen. Gucken. Hinterfragen. Dann erkennt ihr die Wahrheit. Stück für Stück. Nicht umsonst, sagte Jesus. Wer sucht, der findet. Wer klopft, den Weg geöffnet. Und wisst ihr, was noch Jesus sagte? Ich möchte ein Festmahl mit denen essen und feiern. Ja, ein Festmahl mit uns zusammen essen. Und die Laodicea, die essen nicht. Weil die Laodicea in Offenbarung 3, da klopft nur der Jesus an, aber die öffnen die Tür nicht. Deswegen öffnet diese Tür. Wenn ihr gerettet werden wollt, nur Jesus kann euch wirklich befreien. Er kann euer Leben verändern. Euer Hass, den ihr habt, kennt ihr das nicht? Ihr habt doch gehört, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wenn einer dir was Schlechtes tut, so tu ihn doch Schlechtes zurück. Aber was sagt denn die Schrift? Wenn einer dir was Böses tut, so tu doch Gutes zurück. Sammel doch feurige Kohle auf sein Haupt, damit er sich schämt. Und sieht, was habe ich getan? Ich tue ihm was Schlechtes, er tut mir was Gutes. Ein Paradoxum entsteht. Da denkt man sich, ha, was ist das denn? Ganz anders. Ich tue ihm was Schlechtes und er tut mir was Gutes. Ich verfolge ihn, er bittet für mich. Ich beleidige ihn, er segnet mich. Was so Unterschiede, was eine Erkenntnis und Weisheit. Was steckt dahinter, dass er so ist? Das ist Jesus. Der Heilige Geist, der in uns wohnt, der uns so verändert hat, dass wir selbst unsere Feinde lieben. Wer würde nicht sein Feind schon gerne, ne, ihm was antun und sich rächen? Rächt dich nicht. Gott sagt, die Rache ist mein. Habt Geduld. Wir sehen, wenn wir immer mehr Gutes tun, predigen die Taten. Durch gute Taten können wir viel bewirken. Taten sprechen, Taten predigen. Deswegen tut Gutes, meine Lieben. Tut Gutes und tut den Menschen auch was Gutes. Schenkt ihnen doch mal was. Ja, schenkt ihnen doch mal was. Ist das nicht schön, in der Arbeit mal jemanden erstmal was zu schenken und dann dabei das Wort Gottes zu geben? Du schenkst ihnen so eine schöne Schachtel Pralinen. Ja, Schokolade. Wer mag nicht Schokolade? Na, ich mag Schokolade. Also, schenkt doch mal eine Schachtel Pralinen und eine Bibel dabei. Und eine schöne Bibel. Eine kleine, schöne Bibel. Und erzähl ihn, kennst du eigentlich Jesus? Kennst du eigentlich, was er für dich getan hat? Kennst du die Weisheit dahinter? Ist das nicht was Schönes? Wenn ein Mensch es erkennt, oh, meine Verbindung war weg, dann muss ich neu reden. So, ich höre mich jetzt. Also ist das nicht was Schönes? Wenn der Mensch eine schöne Schachtel Pralinen bekommt und eine Bibel und die Erkenntnis bekommt, da ist die Wahrheit. Da habe ich Zuflucht. Jesus sagt,
Jesus sagt, kommt alle zu mir, die ihr beladen seid mit Sorgen. Kommt zu mir, ich erquicke euch. Quicken heißt Ruhe geben. Er gibt uns wirklich den wahren Frieden und die echte Ruhe. Wer macht sowas Feindesliebe? Seht ihr sowas im Islam? Seht ihr sowas im Buddhismus, Hinduismus? Nein. Ihr seht es nur in der Bibel. Nur bei den Christen seht ihr Nächstenliebe. Wer seinen Nächsten liebt, der liebt wirklich. Tun es nicht auch die Heiden? Tun es die nicht auch? Die lieben nur die halt Brüder und Schwestern, die halt generell halt lieben, aber hassen die Personen, die ihm was Schlechtes getan haben? Das tun doch die anderen doch auch, die Ungläubigen. Die tun es doch genauso. Was unterscheidet uns den Ungläubigen? Liebe. Und meine Lieben, Gott ist Liebe. Seid ihr in der Liebe, so wandelt ihr mit Gott. Weil Gott ist Liebe. Gott ist das Licht. Und wir sind die kleinen Leuchter. Wir sollen leuchten, brennt für den Herrn. Seid Licht dieser Welt in diese dunkle, finsterne Nacht. Seid Licht, damit die Leute es doch sehen und erkennen, was eine Liebe dort durchströmt wird. Wenn ihr euch jeden Tag was Schlechtes, und nicht schlimm, ertragt das mit Liebe und mit Lächeln. Anfechtung ist normal. Das steht in der Bibel. Das müssen wir akzeptieren mit einem süßes Lächeln. Ja? Deswegen betet für die Menschen, die es brauchen. Denn die brauchen Liebe. Die sind doch nur böse, weil die Jesus gar nicht kennen. Erinnert euch, wie wart ihr, wo ihr noch Jesus nicht hattet? Natürlich schlimm. Wir haben die Menschen gehasst. Wir haben die Menschen gehasst, die wir halt gehasst haben. Wir haben die Menschen geliebt, die wir halt geliebt haben. Erst wo ihr in Jesus gekommen seid, hat die wahre Liebe gespürt. Und gibt auch die Menschen Liebe, die es gar nicht verdient haben, aber ihr gebt ihnen trotzdem Liebe. Weil die kennen doch die Liebe nicht. Wie wollt ihr jemandem die Liebe beibringen, wenn er die Liebe doch gar nicht kennt? Wenn er keine Liebe hat, dann hat er Jesus nicht. Tut was Gutes, meine Lieben. Das ist doch was Schönes. Jemandem beschenken, das Wort Gottes dabei geben. Jemandem mal helfen. Das ist Liebe. Taten predigen sehr stark. Ja, der andere sagt, ich habe Hunger. Gibt. Wenn der andere bittet, gibt ihn doch. Wer seid ihr, dass ihn nicht gibt? Wir bitten auch Gott jedes Mal. Wenn du Gott jeden Tag um Vergebung bittest, so vergib auch deinem Bruder oder Schwester. Wenn er dich um Vergebung bittet, weil er gegen dich versündigt hat, vergib ihn doch auch. Warum der Hass? Für Hass haben wir keinen Platz. Wir haben nur Liebe. Deswegen wandelt in der Liebe. Die Liebe ist stark, die Liebe erträgt alles. Die Liebe ist so groß, dass es Menschen berührt, die voller Hass waren. Paulus. Ja, Paulus. Paulus hieß Saul. Ja, Saulus. Auf Hebräisch. Der Große. Der hat die Christen verfolgt. Der hat die gejagt. Der hat gesteinigt. Der war dabei, wo Stephanus gesteinigt worden ist. Dann hat der Herr Jesus Christus kennengelernt. In der Wüste. Er nahm ihn an und nannte sich Paulus. Auf Griechisch Pavlos. Der Kleine. Von den Großen der Kleine. Und er wurde der stärkste Apostel überhaupt. Einer der Größten. Seht ihr, was Jesus einem verändert? Das passiert, wenn ihr Jesus annimmt. Die Änderung eines Menschen. Die Liebe. Deswegen habt Liebe. Wer die Liebe nicht hat, der hat doch Gott nicht in sich. Der ist kein Christ. Wenn er, der sagt, er ist Christ und dann seht ihr einen, der am Leiden ist und den interessiert das gar nicht. Ja? Den interessiert, der guckt einfach weg. Ja, wenn ich weggucke, ist es schon besser. Ja, was eine Liebe, wenn einer dich so sehr bittet und du ihm einfach ein kaltes Herz zeigst. Was eine Liebe. Zeigt Liebe, meine Lieben. Die Liebe ist doch reichlich da. Na, ohne Liebe geht gar nichts. So, da wollte jemand hoch, aber seine Verbindung geht anscheinend nicht. Na gut, da muss ich den. Der mir Elmas, bitte schick mir nochmal die Einladung.
weil die Verbindung geht nicht. Ich hasse Liebe. Wie kannst du Liebe hassen? Das ist doch was Wunderschönes. Durch die Liebe hast du überhaupt erstmal, wie nennt sich das? Die Ruhe, den Frieden. Das ist schöne Liebe, Frieden. Wollt ihr nicht alle den Frieden? Ihr habt den Frieden mit Gott. Ja, natürlich. Meine Lieben, könnt ihr bitte alle Aufklärung entschlüsseln folgen? Da hat geschrieben, kannst du einmal Werbung machen? Alle bitte folgen. Bitte, schreibt noch einmal rein. Alle Aufklärung entschlüsseln folgen. Bitte schreibt noch mal rein. Der hat Danke geschrieben. Alle ihn folgen. Gebt den alle, klaut den alle den Plus. Das ist Bruder Danny, der Evangelist. Er deckt da schön auf. Bitte alle folgen. Alle, die hier seid, bitte alle 100, nehmt ihn das Plus weg. Da kann er auch, glaube ich, dann hoch direkt. Macht das mal bitte. Alle schön ein Plus wegnehmen. Das ist Bruder Denny, der Evangelist. Da entschlüsselt die Illuminaten einen nach den anderen hier. Schön sein Plus klauen. Der weint schon vor Liebe. Seht ihr das? Das ist doch was Schönes, oder? Wir haben nur dein Plus geklaut und schon weinte. Ist das nicht schön? Klaut ihn sein Plus weg. Macht ihn glücklich. Alle 100, macht sofort den Plus weg. Dann kann er auch, glaube ich, sofort hoch. Bruder Danny, schreib wieder rein, Aufklärungsarbeit, ne, Aufklärung in Schüsseln, schreib wieder rein, schreib ganz Zeit rein, spam mal voll hier, damit die sehen, wer du bist. Oh nein, schon wieder so ein Verschwörung. Wahnsinn. Ja, da hat Danke geschrieben, jetzt den Plus klauen, bitte. Bruder Danny, schreib jetzt ganze Zeit rein, schreib Danke, schreib eben was, Buchstaben, damit die dich sehen, damit die alle sehen, wer du bist und dann dein Plus klauen. Poste ganze Zeit was, kommentiere jetzt was, mach mal was. Die Leute müssen dich doch sehen, genau, ein schönes Smiley. Klaut den sein Plus. So soll es sein. Schön sein Plus wegnehmen. Willst du wissen, woran ich glaube? Woran glaubst du, mein Lieber? Ja, Bruder Danny, spam doch voll, auf wen wartest du? Mehr spammen. Sonst sehen die Leute dich nicht. Ich kann dich nicht fixieren, deswegen. Oder kann ich dich? Nee, kann ich nicht. Du musst schön spammen, Bruder Danny, dann geht das. Ja, da ist er. Alle den Plus klauen, meine Lieben. Auch die Muslime, klaut ihnen den Plus. So, dann gehen wir weiter. Bruder Reza, bist du da? Oder bist du noch unterwegs, so gesehen? Na gut, dann ist er noch unterwegs. Ja, meine Lieben, ihr seht es, ne? Die Liebe ist groß, ihre Liebe ist reichlich da. Reza kommt gleich, sehr schön. Die Liebe ist reichlich da. Und das ist was Wundervolles. Wisst ihr, was erstaunlich ist? All die Jahre, die ich die Bibel lese, lese ich nur die Liebe. Wirklich, nur die Liebe. Hab eine Frage, stell gerne deine Frage, Jason. Wirklich, nur die Liebe erkenne ich. Die Bibel ist ein Liebesbuch. Von Gott für die Menschen geschrieben. Gott liebt die Menschen so sehr, dass er seinen eingeborenen Sohn hergab, damit wir errettet sind, meine Lieben. Gott wurde Mensch. Johannes, Vers 1 bis 2. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Das Wort war Gott. Vers 14. Das Wort wurde Fleisch und wohnte mitten unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit vom Vater gegeben, voller Liebe. Da sehen wir es. Da ist Liebe. Da ist Liebe. Das ist stark. Seht ihr sowas im Islam? Nein, ihr seht doch sowas nicht. Hand aufs Herz. Ihr betet fünfmal am Tag, ihr seid nicht mal zufrieden. Die Zunge nur voller Beleidigung. Falschen Gedanken. Wo ist die Liebe? Ja, wenn einer mir was Schlechtes tut, dann tue ich ihm noch was Schlechtes zurück. Nein. So sollte nicht sein. Bitte antworten. Wo ist deine Frage? Ist jetzt der Sohn Gottes für die Sünden gestorben oder Gott selbst? Der Menschensohn Jesus ist für die Sünden der Menschen gestorben. Mensch, Fleisch, Jesus ist gestorben. Gott, Wesen kann nicht sterben. Gott, Wesen hat sogar Menschenkörper Jesus verlassen. Und da hat der Menschenkörper Jesus, Menschensohn Jesus, gesagt, Vater, Vater, nee, ja doch, Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Deswegen seht ihr es. Da seht ihr es. Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Gott, Wesen hat den Menschenkörper verlassen, damit er voll mit Sünden beladen wird und dann dafür stirbt, nach 3 Tagen auferstanden. Also der Sohn Gottes, Menschensohn. Der Sohn Gottes ist da weggegangen. Ja? Das ist ja Gott selbst, die Hypostase. Der Menschensohn, so hat der Jesus sich auch genannt, Menschensohn. Und der ist gestorben, weil ein Mensch sterben kann, aber Gott nicht.
Bin ich schlecht, weil ich an Satan glaube? Ja, bist du. Ganz klar. Du kommst auch in die Hölle, wenn du damit bleibst. Ist doch ganz klar. Das ist Liebe, wenn ich dir sage, dass du in die Hölle gehst. Das ist Liebe. Weil ich dich wahrnehmen will und sagen möchte, kehr um, bevor es zu spät ist. Es gibt nur eine Wahrheit. Johannes 14,6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, nur durch mich. Wieso fragt er sich selbst, warum er verlassen wurde? Der Menschensohn, damit erstens erfüllt wird in Psalm 22, Alter Testament der Tanach, wo geschrieben steht, dass er es ja sagen wird, ja, Gott wird den Menschkörper da verlassen, damit er sterben kann, der Mensch. Gott Wesen muss doch verlassen, damit er sterben kann. Jesus ist doch Gott. Genau, Amen. 100% Gott, 100% Mensch. Der 100% Mensch ist gestorben, 100% Gott nicht. Das ist der Unterschied. Zwei Naturlehren. Philipper Kapitel 2, 6 bis 8. Warum fragt er sich selbst? Trinität. Er war der Sohn, hat gefragt, den Vater. Gott ist aber ein Gott. Der hat sich in drei offenbart. Sohn und der Vater. Unterordnung. Aber nur als Mensch. Ne? Der Mensch war es. Da sind diese Unterschiede, diese kleinen Feinheiten. Die Erkenntnis kommt durch den Heiligen Geist. Ja, aber warum redet er mit sich selbst? Der Menschensohn hat geredet. Der Mensch musste doch reden, weil er als Mensch erfunden war. Der Mensch. Wenn er läuft gerade bei ProSieben, plötzlich habe ich diesen Dämon im Film gesehen und ich höre Gottes Wort. So soll es sein, Gottes Wort hören und sowas wegmachen am besten. Weil Gottes Wort ist natürlich was Schöneres. Wir werden sehen am jüngsten Tag. Ja, genau. Am jüngsten Tag wirst du sehen, dass Jesus Gott ist. Dann siehst du, dass es nicht ein fliegendes Bein ist, was sich Allah nennt und keine Kraft hat. Am jüngsten Tag siehst du und vor Jesus Christus wirst du dich auch verbeugen und dann sagen, was habe ich nur getan? Aber dann ist es so spät. Ändere dich. Prüfe deine Schriften. Die Bibel ist älter als der Koran. Der Koran widerspricht sich und hat gar keine Ahnung. Nur die Bibel ist die Wahrheit. Er denkt, er kriegt Palme. Der Palme. Ja, genau. Er denkt, wenn er steht, kriegt er dann seine 72 Huris, ne? Jungfrauen, und mit einem Palmen-Pin, yes. Darf er weitermachen. Ah, da ist er wieder. Bruder Reza. Bist du wieder da? Ja, Bruder. Ja, sehr schön. Ja, Bruder Reza, erzähl mal, was kriegen die Muslime, wenn die sterben? Erzähl mal. Palmen? Ja, also die Männer, die muslimischen Märtyrer, die bekommen eben diese ganz, ganz endlosen PENS. Das reicht bis in allerhöchsten Himmel. Das geht durch Dimensionen hindurch, durch Raum und Zeit, diese Palme. Und die Hintern der Huris, die da auch im Himmel auf die warten, dessen Hintern ist auch eine Kilometer breit. Das ist doch mal was, Bruder Reza. Also das ist doch für jeden Mann ein Traum, oder nicht? Ja, ich weiß es nicht. Also es gibt doch Männer, die dabei so eine Vorstellung ein bisschen also Schock bekommen, also ein bisschen Angst kriegen. Ja. Nicht jeder Mann will das auf. Es ist auch so komisch, die Vorstellung, dass da auf einmal so ein endloses Ding da durch Raum und Zeit und Dimensionen geht. Ja. Ja. Also bestimmte das Männer vielleicht, aber nicht alle Männer. Das ist heftig. Das ist doch so traurig. Und das ist ja nur für die muslimischen Märtyrer, der normale Muslim, wie Pierre Vogel und so weiter. Die müssen fürchten, ob die überhaupt in den Himmel kommen oder ob die in das höllische Feuer geschmissen werden. Die wissen es ja nicht. Allah weiß es nur. Das kann sein, dass der Pierre Vogel und Abu Bara und so all diese Leute von Allah in die Hölle geschmissen werden. Ja. Aber wollen die Sicherheit, dass ihre PNS auch so lang wird, unendlich lang, wie eine Palme, dann müssen sie halt Märtyrer sterben. Da müssen sie den Märtyrer totstellen. Da haben die Sicherheit. Ne? Nach Sure 9, Vers 111, da haben die absolute Sicherheit, dass das auch mit ihren Dingern da unten passiert, ne? Dass sie so lang werden. Aber sonst müssen sie fürchten. Ne?
Genau. Das ist heftig, ne? Boah, das ist eine wunderschöne Vorstellung auch, ne? Sehr heilig, und das passt auch zu Gott und Himmel und sowas, diese Gedanken. Passt sehr auch heilig, so, ne? Diese richtige Reinheit. Rein, ne? Heilig, ja. Das passt auch wieder. Ja, das Problem ist, der Pierre Vogel weiß über diese Dinge Bescheid, aber das ist dem unangenehm. Und das Problem ist ja, weil er A gesagt hat, muss er auch leider jetzt B sagen. Der kann jetzt nicht aussteigen, einfach so. Na klar. Das ist eine viel zu, also der kann, jederzeit kann er zum Herrn Jesus kommen und alles hinter sich lassen. Und das soll ihm egal sein, was die Muslime über ihn denken. Aber das ist der Stolz, der Hochmut. Ja. Das ist ein Zerstörer. Naja, Gott sagt, er widersteht den Hochmütigen. Na, Hochmut darf nicht sein. Na, Timotheus wird wieder hoch. Ja, genau. Ja, was liegt auf den Herzen, Timotheus? Ja. Ich glaube aber, 99% Muslime, wenn man denen das sagen oder auch beweisen würde aus den Schriften halt, ne, dass der islamische Himmel das so aussieht, dass die dann sagen, Quatsch, so ein Blödsinn steht bei uns nicht in der Religion. Sowas glauben 99,9% der Muslime nicht. Nur 1%, die wirklich dann so an diese Schrift glauben, die glauben dann, dass die sowas bekommen im Himmel. Ja, das ist absoluter Wahnsinn, was sie da glauben. Das ist einfach teuflisches Werk. Ja? Also jeder Multimillionär lebt dann quasi in den Paradies von den Muslimen, weil die haben ja auch alle, können sich alle diese professionellen Frauen nehmen, bis auf diesen Palm-PNIS, haben die ja auch dasselbe, was Allah oben in Gott also in Himmel verspricht. Also. Die das haben jetzt mal auf der Erde schon mehr als 72 Jungfrauen, die Scheiß zum Beispiel. Ja. In ihren Haaren und so weiter haben die viel mehr. Wir haben Tausende. Also Bruder Reza, ich verstehe nicht. Also bei mir war damals ausschlaggebend absolut das mit der Aisha. Das war für mich, wie Ami das gesagt hat. Da dachte ich mir, und dann diese Ausreden von den Muslimen, ja, damals war eine 9-Jährige anders wie heute. Das ist wissenschaftliche, totaler Schwachsinn. Das hat für mich. Und selbst wenn das also, so wäre, Timotheus, selbst wenn das so wäre, darf ein Prophet Gottes das nicht mitmachen. Nein, darf es auch nicht. Darf es auch nicht. Und ich bin ja selber Vater, du bist ja auch Vater. Ja. Wer kann das, welcher Vater würde das zulassen? Das ist doch barbarisch, das ist satanisch. Um Gottes Willen, jetzt mal ohne Witz. Das geht nicht. Das alleine reicht schon. Ja. Und die versuchen eben, dass dieses Riesenproblem, was sie da haben mit Aisha, die Heirat mit Mohammed, eben so zu relativieren mit solchen Argumenten. Aber die verstehen es nicht, dass wenn die ein Argument bringen, wie zum Beispiel, das war damals normal, das haben alle gemacht, dass das schon wieder gegen ihr Prophet spricht, weil eben ein Prophet Gottes immer eine Ausnahme von der Regel sein muss und auf die Missstände und auf die moralischen Zerfall jener Zeit, wo er lebt, eben durch Gottes Wort aufmerksam macht und sich abgrenzt. Ja, ja. Das und ist so, als wenn ich sagen würde, okay, jetzt ein Prophet lebt heute in der heutigen Zeit und heute, sagen wir mal beispielsweise, ist Kinder Pornografie ist normal, hat jeder gemacht. Und deswegen hat auch der Prophet Gottes das auch mitgemacht. Weil das normal war zu jener Zeit. Ich verstehe nicht. All die Botschaften, die da Mohammed verbreitet hat, sind konträr und komplett das Gegenteil von dem ganzen Propheten, die es gegeben hat. Also da läuft ja nichts Hand in Hand. Viele Muslime benutzen ja das Argument, ja, die Tora ist gekommen, das wurde verfälscht, deswegen gab es das Evangelium. Dabei ist die Tora, ja, geht ja Hand in Hand mit das Evangelium. Das ist ja die Prophezeiung. Ja, das ist die Mangel an Intelligenz, nenne ich das jetzt einfach mal. Weil wieso? Ich urteile doch auch nicht über irgendeine Religion, die ich nicht kenne. Ich war ja Ex-Muslim, ich habe mich ja mit den Schriften befasst.
So, dann kannst du mitreden. Aber wenn du von nichts eine Ahnung hast und einfach vom Pierre Vogel dir ein paar Sachen aufschreibst und das dann als Argumente vorbringst, das macht dich nicht zum Wissenden. Lies die Bücher, dann kannst du Der Mensch ist argumentieren. leider faul. Ne? Der verlässt Ja, sich immer das auf so ein stimmt. Alpha-Tier, der eben das Denken für ihn übernimmt. So funktionieren die Menschen. Deswegen wählen die auch solche Parteien, Bundeskanzler, weil eben das Alpha-Tier eben die Verantwortung und das Denken für die Masse übernimmt und die folgen dem dann blind. Ja, das stimmt. Da schreibt einer Jason, also gibt es zwei Götter. Das ist auch, das ist, die Trinität ist etwas, was entweder will man es nicht verstehen oder ja, du bist hoffnungslos verloren. Keine Ahnung, vielleicht hat er schon mal den Heiligen Geist gespottet, dann gibt es für dich sowieso keine Wieder, also keine Rettung. Aber das ist das Einfachste, was es gibt. Ihr stellt damit Gott ein Ultimatum. Also wie kann man so krank sein und sagen, Gott kann das nicht oder würde das und das nicht tun? Ja, im Alten Testament finden wir doch schon die Trinität. Lasst uns Menschen machen. Der Geist Gottes schwebte über das Wasser. Das ist doch schon. Also ich verstehe den Allah Sinn spricht ja dahinter selber nicht. immer in Mehrzahl von sich im Koran. Wir haben den geboten, wir haben den befohlen. Allah Bruder spricht Reda, selber in einer Mehrheitsform. wie kann denn ein Gott angeblich nicht wissen, an was die Christen glauben? Wie kann der im Koran stehen haben? Ja, wir glauben daran, dass der Sohn, der Vater und Maria die Göttlichen Göttlichkeit gibt. sind. Ja. Das sind so viele Fehler, das ist Wahnsinn. Und da fehlen mir echt die Worte, ja. Aber dafür ist ja die Aufklärung da. Ja, genau, ja. Ja, sicher, aber ja, ich Die wünschte Masse mir, geht verloren. Also es. Herr Jesus wird recht behalten, wenn er sagt, breit ist der Weg, der jetzt in Verdammnis führt, und viele befinden sich auf diesem breiten Weg, Genau, Autobahn. und der enge Weg ist derjenige, also ist Der ins der Weg, Leben führt. der ins Leben führt, ja. Und nur wenige finden ihn. Das heißt also, die Masse geht verloren und nur ein paar wenige Menschen schaffen es. Das ist leider so. Ja, das ist leider so. Ja. Man kann nicht alle retten, aber wie gesagt, man kann es ja wenigstens versuchen. Man soll ja die Perlen nicht vor die Schweine werfen. Man Ja. soll es denen sagen und der Rest liegt bei denen. Ja, da kannst du wenig machen. Hallo, Gottes Hallo, meine Lieben, ich bin wieder da. Gottes Segen. Gottes Segen. Hey Rai, was liegt dir auf den Herzen? Ich habe eine Frage an dich, Pavlos. Ja, bitte. Die Katholiken haben ja, also der erste Papst ist ja Petrus, ne? Glaubt ihr das? Nein. Der erste Papst ist Cyritius, hieß der, glaube ich. Ja, im 5. Jahrhundert. Ja. Der, weil man, die behaupten, Petrus sei der Papst, stimmt gar nicht. Wo steht es in der Bibel? Quelle, vertrau mir. Na? Pavlos, kannst du bitte Resa fragen? Padrona, gib mir bitte. Warte, komm, ich hole dich hoch. Dann kannst du Resa direkt fragen. Errei. Der erste Papst ist Cilicius, das wissen die alle. Nur die wollen sich einsehen. Die sagen dann immer Petrus, aber steht nirgendwo. Der erste Papst ist Cilicius, 500 Jahre später gekommen, nach Christus. Und Ja, und Petrus wurde Petrus ja war kein gekreuzigt, Papst. ne? Also er wurde ja umgekehrt oder so. Der Das wissen wurde, wir nicht, also das sind man besagt, dass er außergewöhnliche. umgekehrt Ja, gekreuzigt der worden wurde ist. mit dem Kopf nach unten gekreuzigt, sagt man. Ja, Ja, man wie gesagt, besagt, eine es ist. unbiblische Aussage oder Überlieferung, die wir nicht einfach so übernehmen können. Alles, Ja. was außerhalb der Bibel steht, geschichtlich, kann sein, muss nicht sein. Genau. Na, Also ich da habe muss man gehört, vorsichtig sein. dass er eben halt umgekehrt gestorben ist, weil er es nicht würdig gehalten hat, wie Jesus zu sterben. Ja, man sagt es durch die Geschichtsbücher. Könnte sein, aber muss wirklich nicht sein. Aber er ist gestorben. Das ist ein Fakt. Das Aber kann wenn man das, ja. also wenn das geschichtlich, also historisch gesehen ja stimmt, dann ist eigentlich ja der Islam ja eigentlich Ja, schon nicht so besiegt viele worden. Beweise gibt es dafür. Es ist Eben. ich glaube, ein Manuskript, das war's. Na? Und ein Manuskript heißt, also nicht von der Bibel, ne? Ein Manuskript von den Geschichtsbüchern. Und das ist dann schon ein bisschen lau. Ne? Könnte vielleicht zwei, drei noch sein, aber könnte sein, muss sie sagen. Es ist ja nicht heilsrelevant, also es ist nicht relevant, wenn du jetzt daran glaubst oder nicht glaubst. Viel wichtiger ist, halte dich an die Bibel. Die Bibel gibt dir den Genau. Weg. Weil ob er jetzt umgedreht gekreuzigt ist oder seitlich gekreuzigt ist. Hat das was verändert mit deinem Glauben? Nein. Nein, ich wollte einfach Ja. historisch mal wissen, was du darüber sagst, weißt Ja, man muss immer achten, ne? Achten, ne? Was gesagt wird, was getan wird. Immer die Bibel treu bleiben. Immer die Katholiken
Schade, die lesen leider kaum die Bibel. Das muss man zugeben. Wenn die Bibel lesen würden, so würden die die Wahrheit sehen. Könnt ihr mir bitte, warte kurz, Herr, könnt ihr mir bitte nennen, wo in der Bibel und Koran, warte, wo in der Bibel und Koran steht, wem Israel gehört, beziehungsweise das Land, bitte. Sure 5, Vers 20 bis 22. Das ist der Koran, Israel gehört die Juden. Und ist einfach nur Buchrot. Sure. Ja, erstmal, oder erstmal die Tora, die fünf Bücher Mose. Steht erstmal, dass es in der Bibel Israel den Jungen gehört und einmal Buchrot. Direkt nach der Tora kommt das. Dann wird dann die 12 Stämme Israels genannt und dann gesagt, das ist sein Land und so weiter. Genau, Entassie kann man auch noch lesen und den Koran und dann hat man auch nochmal was. Genau. Und so. Für den Fall, dass es Leute gibt, die meinen, die Palästinenser wären Nachkommen von den Kanaanitern, das ist auch eine Lüge. Also, das stimmt überhaupt nicht. Ja, ja, absolut. Ach, du hast gerade verpasst. Sure 5, Vers 20, 22 sagt selbst Allah im Koran, dass Israel den Jungen gehört. In der Bibel fünf Bücher Mose lesen, also die Tora und einmal Buch Ruth, das ist ein weiter von der Bibel, der Tanach, der Alte Testament und dann steht das auch drin. Aber die jetzigen sind Bruder Pablos, wo steht das nochmal im Koran? Dann kann ich das einmal kurz. Sure 5. Ja? Vers 20, 22. Okay. Genau. Eray, hast du noch was? Also leg dir ich habe noch eine Frage zu Maria, genau. Also genau. Sie war ja, also ja, wie letztens besprochen, ja, sie war ja nur die Mutter vom fleischlichen, halt von Jesus, ne? Aber nicht Jesus, von, genau. Gott, also von Gott, Gott selber, so weißt du? Nein, nicht von Gott, aber vom Fleisch, Jesus. Ja, vom Fleisch, genau. Und aber, also was ich mich frage, bei Lukas wird sie ja, also halt, bei der Engel sagt ja, dass sie unter den Frauen die Gesegnete ist oder so, weißt du? Und die ja, Katholiken, die ist schon, die schon sehr gesegnet, so ist das ja nicht. Ne? Die hat ja auch den Herrn getragen, so ist es ja auch nicht. Aber heißt das jetzt, wir sollen sie verehren und noch was machen? Nein, kein Gottesdienst halten. Dann musst du Lukas Evangelium wieder lesen, Kapitel 11, also Lukas 11, Vers 27, 28. Lies das mal. Hast du das gerade vor dir liegen? Lukas, ja, Kapitel 11. Ich habe jetzt nicht vor, aber ich kann es holen. Also. Ja, auf jeden Fall stimmt das. Im Vers 21, O Volk, betritt das heilige Land, das Allah euch bestimmt hat. Ja, Sure 5, Vers 21. Das steht hier im Koran, genau. Jetzt, mein Bester, Eray, hol jetzt die Bibel und dann schlag mal Lukas Kapitel 11, Vers 27, 28. 11, so, 27. Es geschah aber, als er dies redete, da erhob eine Frau aus der Volksmenge die Stimme und sprach zu ihm, glückselig ist der Leib, der dich getragen hat und die Brüste, die du gesogen hast. Er aber sprach, glückselig sind vielmehr die, die Gottes Wort hören und es bewahren. Genau. Jesus hat er geredet, eine Frau aus der Volksmenge, die hat angefangen, die Maria zu verehren. Und da hat Jesus gesagt, er erwidert ihr. Also das heißt, nein, 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 meine Liebe. Glückselig sind vielmehr die, die Gottes Wort hören und es wahren. Na? Amen. Da hat sich schon sehr wichtig. Da muss man immer differenzieren. Die ist auch nur ein Mensch und braucht auch den Herrn. Also ich bin 100% dafür, dass nur Jesus halt angebetet werden darf oder dass man auch keine Heiligen oder so halt fürbitten soll. Weil die sind ja ein Werkzeug von Gott, ne? Ja, das ist weit verbreitet in der katholischen nur, Kirche. Da habe ich ein Video gemacht. Ja, da müssen nur, ich glaube, Jesaja 8 war das, müsst ihr lesen, da, wir sollen ja nur zu Gott beten. Na, und nicht zu irgendwelchen anderen, ist ja wohl klar. Das ist ja, warum soll ich meine Gebete an Heiligen gehört den Herrn Jesus Christus. Wo steht das in der Bibel? Nirgendwo. Das ist ja nicht richtig. Ja, die nehmen aber so, zweite Thema. Bruder Reza, kannst du kurz übernehmen? Ich komme sofort in ein, zwei Minütchen so oder drei. Ja. Okay. Also Reza, die nehmen, also man darf ja natürlich aber jetzt unter den Menschen, die jetzt ja natürlich jetzt hier noch leben, ne, jetzt so für bitte sprechen, oder? Du kannst die Geschwister natürlich fragen, dass sie die für dich beten sollen. Das ist diese Fürbitte. Aber du darfst nicht einen Toten anrufen und sagen, genau. Lege bitte Fürbitte für mich ein beim Gott, dem Vater.
Das ist schon wieder. Ja. Das geht schon sogar in Richtung Okkultismus. Ja, das ist natürlich beten für Kranke und für Lebende, ja, aber der Bruder Reda hat natürlich schon recht, ja. Für Tote darfst du nicht und für Bitterdings, das geht nicht. Du darfst Tote nicht anrufen. Aber auch wie können sie uns dann hören, so, weißt du? Genau, Gott erhört ja alle Gebete, nicht ein Mensch. Genau, und sie sagten mir, also die paar Orthodoxen, dass mein Anruf, also zum Beispiel, wenn ich jetzt jetzt eine Fürbitte aussprechen würde, geht das erst zu Gott, dann zum Heiligen und dann wieder zu Gott zurück irgendwie. Nein, das ist totaler Quatsch. Ja, das ist halt, ja eben, das macht gar keinen Sinn. Ich meine, ich kann ja direkt zu Jesus beten, so, weißt du? Mhm. Genau. Und die sagten mir auch, dass zum Beispiel, die fragen Priester, damit sie für sie beten, weil sie einen stärkeren Heiligen Geist oder so haben. Nein, generell sollen wir immer beten. 1. Thessalonicher Kapitel 5. Allerseits sollen wir beten und natürlich füreinander sollen wir auch beten. Ne? Aber es heißt ja nicht jetzt, dass einer von uns gerechter ist als der andere. Wir sind ja alle gerecht gemacht worden im Herrn Jesus Christus. Das heißt, unsere Gebete werden erhört. Wenn es im Sinne des Herrn ist. Wenn du jetzt den Herrn fragst, ja, schmeiß mal jetzt einen Ferrari runter mit 21 Zoll Felgen, dann wird dieses Gebet nicht erhört. Weil du verspottest dabei das Gebet. Gott erhört solche Gebete nicht. Aber wenn es im Sinne des Herrn ist und du betest, du kriegst das auch. Ja, also wenn ich zum Beispiel bete, dann danke ich immer also für den Tag, ne, dass jeder gesund ist. Und ich bete dann auch halt für die Menschen, dass sie auch zu Jesus finden und dass die Israeliten und Palästinenser Frieden haben, ne, zum Beispiel. Ja, genau. Dafür kannst du beten. Du kannst aber auch nicht beten gegen die Verheißung Gottes. Zum Beispiel, wenn Gott verheißen hat, dass Israel eben bald unter Feuer kommt, dann kannst du nicht dagegen beten und sagen, Herr, ich schenke Israel Frieden und lass sie nicht unter Feuer kommen. Aber dann hat es ja geschrieben als Prophezeiung, dass er sein Volk Israel unters Feuer bringen will und dass 2/3 von Israel sterben sollen. In Sacharja 13, Vers 8. Da kannst du nicht hingehen und sagen, Herr, bitte rette die Israeliten alle. Verstehst du? Einfach am besten, der Herr dir sagt, Moment mal, ich habe dir doch gesagt, hier 2/3 will ich wegmachen. Also dann am besten einfach die unschuldigen Kinder oder so, weißt du? Ja, ne? Genau. Ne? Frieden, solange es nur geht. Ich meine, also wenn man ja, wenn die Menschen ja Jesus folgen würden, dann würden wir das Paradies hier haben, weißt du? Ja und nein. Also du siehst ja auch, dass innerhalb der Geschwisterschaft trotzdem auch Zwietracht gibt, weil wir noch im alten Fleisch sind. Also selbst weil, obwohl wir dem Herrn Jesus nachfolgen, klar, wäre die Welt viel, viel besser. Viel, viel, viel besser. Aber sie wäre trotzdem nicht perfekt, weil wir noch nicht vollkommen gemacht worden sind. Weil wir noch in dem Körper des alten Adams sind und Sünder sind. Also die Vollkommenheit kommt erst nach der Auferstehung, wenn wir das ewige Leben antreten. Okay, gut, danke. Dann gibt es auch keine Sünde mehr. Und ich habe noch Frage zu Gemeinden. Was soll ich denn am besten beachten, was eine Gemeinde haben soll? Ne? Also sie soll ja die Trinität haben, natürlich, also unterstützen. Jesus soll ja im Mittelpunkt stehen zum Beispiel. Ich würde dir, also wenn man mich fragt, ich empfehle dir überhaupt keine, also nicht in eine Gemeinde zu gehen heutzutage, weil der Herr Jesus die gesamte Christenheit unter Laodicea zusammenfasst, also lauwarme. Also wenn du jetzt unbedingt eine Gemeinde haben willst und du findest auch noch eine, was ich schwer glaube, aber gut, es kann sein. Ja, ist auch schwer bei uns, ne? Also. Dann hast du aber sehr, sehr viel Glück gehabt. Also der Herr hat dann auch, also dich dann sehr gesegnet. Das Ding ist, bei uns gibt es auch Missbrauchfälle, weißt du? Wo, bei welcher Gemeinde? Also ich meine jetzt allgemein, wenn du, also ich lebe in der Schweiz, ne? Ja. Und die sind ja meist zum Beispiel jetzt, also man findet sehr, sehr wenige jetzt so Gemeinden. Es sind ja alles gefühlt nur Katholiken, ne, zum Beispiel. Ja, das sind die Großkirchen, katholische, eben, evangelische und so weiter. Die, da gibt es die apostolischen Gemeinden. Ja, auch Hauskreise, ne, Bruder? Ja. Hauskreise, wo du gucken kannst. Oder hier, wie gesagt, hier hast du ja auch Gemeinden. Du kannst ja
hier eine Gemeinde bilden, zum Beispiel, mit der du öfter mal live gehst. Das ist ja auch eine Art von Gemeinschaft, oder nicht, Bruder Reza? Oder bin ich da falsch? Wo zwei oder drei in meinem Namen, sich in meinem Namen versammeln. Ja. Genau, da bin ich mitten unter ihnen. Also einen Hauskreis selber gründen, das wäre besser, als in einer dieser sogenannten Gemeinden zu gehen und dann später total enttäuscht herauszufinden, dass sie nicht wiedergeboren sind. Und ich habe auch meinen Kollegen gezeigt. Ne? Ja. Also ich habe auch meinen Kollegen über Jesus erzählt, wie er ist, und dann haben auch manche also angefangen, Bibel zu lesen. Ja, sehr schön. Genau, das Evangelium immer weitergeben, damit die anderen Menschen auch zur Errettung finden. Ja. Sehr schön. Wie alt bist du denn, Eray? Ich bin 16. 16 erst. Und du bist zum Herrn gekommen? Ja. Unglaublich. Okay, Eray, da muss ich dich kurz runtertun, ne? Ja, ja, alles genau. Gut. Da muss ich dich Gott kurz runtertun. Gottes Segen. Ja, genau. Gottes Segen. Aber Hammer, Gott sei Dank. Ne? Hammer. Ja, Amen, Amen. Dem Herrn sei Dank und Lob in Ewigkeit, dass er auch so junge Brüder halt zur Errettung bringt. Sehr schön. Bartu, was liegt auf den Herzen? Was geht, Bro? Alles gut? Tutto a posto. Anche tu? Si, si. Ich habe vorhin mitgehört, der Moslem, der irgendwie sein eigenes Buch nicht glaubt. Das war jetzt auch übel. Ja, ja. Bartu, rede mit Bruder Reza. Du bist ja noch Katholik, ne? Ja, genau. Red mit Bruder Reza über den Glauben. Ja, red kurz, ich komme gleich sofort. Okay, okay. Also Bruder Reza, erzähl mal das Wort Gottes und dass die katholische Kirche nicht die Wahrheit sein kann. Erzähl das mal. Ja, lieber Bartu, bist du schon öfters hier gewesen im Stream von Bruder Pavlos? Ja, so drei, vier Mal haben wir. Okay, und bist du etwas zum Nachdenken gekommen, was die katholische Lehre und Kirche betrifft? Also ja, ich habe so, soll ich sagen, ein bisschen nachgelesen, ein paar Punkte. Mhm. Ja. Genau. Also, etliche Lehren der katholischen Kirche nicht biblisch. Und sogar die Verdrehung der Schrift. Da sind bestimmte Lehren, die die Schrift als dämonische Lehren betitelt, was die katholische Kirche macht. Das heißt, die Bibel betitelt bestimmte Lehren in der katholischen Kirche als dämonisch. Zum Beispiel 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 1. Da spricht Apostel Paulus eben, dass in der späteren Zeit etliche vom Glauben abfallen und den Lehren der Dämonen folgen. Sie verbieten zu heiraten, also das Zölibat, was die katholische Kirche innehat. Für die Priester, dieses Verbot, dass sie heiraten. Ja, das habe ich gelesen, dass ist irgendwie, weil sie dann irgendwie mit dem Eigentum sozusagen, ich habe das nachgelesen, ich weiß nicht mehr genau. Ja, das hat damit zu tun, die haben den Zölibat eingeführt, die römisch-katholische Kirche, weil die nicht wollten, dass die Priester ihr ganzes Geld an ihren Kindern vererben. Die katholische Kirche denkt sich, nein, nein, das ist mein Geld. Und so haben die den Zölibat eingeführt, dass Priester das Geld schön in den Kirchen gibt. Ja, was sie vererben. So, dass das Geld immer bei der Kirche bleibt. Aber die entsprechen nicht der Bibel. Die Bibel sagt in 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 1 bis 5, ein Ältester, ja, beziehungsweise ein Bischof oder Priester, ja, der muss Mann einer Frau sein und Kinder haben. Also es ist ein Muss und andere Voraussetzungen. Aber gehen wir jetzt nur auf die. Es ist ein Muss, er muss sich auch christlich erziehen. Wenn er nicht mal Kinder erziehen kann, wie kann er eine Gemeinde, eine Kirche erziehen? Deswegen gibt es Voraussetzungen. Nicht jedem ist diesen Hirtendienst gegeben. Es sind starke Voraussetzungen. Muss verheiratet sein, Kinder haben, genau. Ja gut, das ist zum Beispiel aber diesen Punkt, wenn er nicht Kinder hat, wie soll er eine Gemeinde erziehen? Zum Beispiel Jesus war jetzt auch nicht verheiratet. Ich glaube, also ich habe auch nachgelesen. Aber hat er eine Gemeinde, aber hat Jesus, erstens ist Jesus Gott, zweitens. Ja, ja, ja. Ja, das ist ja wieder ein ganz anderer Unterschied hier. Ne? Und der hat noch den Judentum, also das Alte Testament noch, der Tanach noch gemacht. Also das geht nicht. Jesus war Jude. Er war ja kein Christ. Das dürfen wir nicht vergessen. Er war Jude. Ne? Ja, Alte Testament, alter Bund. So, Neue Testament ist alles was anderes. Und da sehen wir auch, es ist eine Pflicht. 1. Timotheus steht das drin. Und die halten nicht diese Pflicht. Es ist ein Bad durch, ich empfehle wirklich die katholische Kirche, eine Katastrophe.
Katastrophe. Du weißt ja, Babytaufe, meinst du, die ist biblisch? Die kann doch gar nicht biblisch sein. Erst Buße tun und dann sich taufen lassen. Weißt du doch, habe ich dir auch erzählt. Hast du in der Zeit die Bibel gelesen? Ich habe ein paar Punkte nachgelesen, ja, aber... Sehr schön. Und was ist passiert? Bist du nachdenklich geworden? Ja, so eben. Ich hab einiges nachgelesen, ja, aber... Ja, also Gedanken drüber gemacht, ja, aber auf irgendwie einen Schluss gekommen noch nicht. Also ich muss schon noch mehr nachlesen, bevor ich jetzt irgendwie sagen kann, ja, du hast... Warte, du bist weg. Da ist er wieder. Ja, genau. Forsche weiter nach. Okay. Genau. Lies in der Schrift und wirst du von alleine dann die Wahrheit. Hört man mich? Ja, natürlich. Ja. Oder Reza, was wolltest du sagen? Nee, ich meine, dass er weitermachen soll, in der Schrift lesen soll und dann früher oder später wird er. Warte, schick mir bitte wieder eine Einladung. Timotheus, dann tue ich dich auch kurz runter, ne? Und jetzt kurz keine Frage hast. Okay. Okay. Damit nicht so viele so oben sind. Gottes Segen. Okay. Oh Gottes Segen. So, Bato, schick wieder Einladung. So, ich habe dich eingeladen. Ja, meine Lieben, die römisch-katholische Kirche, ne? Das ist schon heftig. Das ist schon wirklich ein Ende kommt halt für sich. In der Offenbarung, Kapitel 17, 18, kommt ja das Gericht über die Hure in Babylon. Ne, die geistliche Unzucht, die getätigt wird in der römisch-katholischen Kirche. Wisst ihr was? Lass mal Offenbarung 17 einfach lesen. Weißt du, wie die römisch-katholische Kirche da beschrieben wird? Das jeder wird sofort rauslesen, dass das römisch-katholische Kirche ist. Lass mal, Bruder Axel. Bruder Axel? Ja. Na, perfekt. Öffne mal Offenbarung 17 und lies das einfach mal vor. Offenbarung 17. Kapitel 17 meinst du, ja? Ja, Kapitel 17, genau. Bato, komm wieder hoch. Ich habe dir Einladung geschickt. Soll ich loslegen? Ab Vers 1, ja, kannst oder? Du schon loslegen, oder? Warte mal kurz, warte mal. Bato. Nein, der hört mich, glaube ich, gar nicht mehr. Aber der ist noch drin. Okay, lies vor. Meine Lieben, hört mal alle genau hin. Was denkt ihr, wer damit gemeint ist, wer beschrieben wird? Lies mal vor. Offenbarung 17. Und es kam einer von den sieben Engeln, die sieben Schalen hatten, und redete mit mir und sprach, komm her, ich will dir das Urteil über die große Hure zeigen, die auf den vielen Wässern sitzt, mit der die Könige der Erde Hurerei getrieben haben. Und die, die auf der Erde wohnen, sind trunken geworden von dem Wein ihrer Hurerei. Und er führte mich im Geist weg in eine Wüste, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, voller Namen der Lästerung, das sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. Und die Frau war bekleidet. Stopp, sieben Köpfe, zehn Hörner, Bruder Reza. Ja, genau, das ist natürlich auch wieder eine Anlehnung an Daniel. Sieben Köpfe, zehn Hörner. Das ist also auch wieder ein Machtblock, der auch entstehen wird später. Und an den sieben was? Also das kommt ja auch gleich jetzt. Ne? An den sieben zweiter Punkt. Genau. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und wertvollen Steinen und Perlen. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräueln und Unreinheiten ihrer Hurerei. Und in ihrer Stirn hat sie einen Namen geschrieben. Geheimnis, Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Und ich sah die Frau trunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu. Und ich verwundere mich, als ich sie sah, mit großer Verwunderung. Ja, genau. Also die Mutterhure, diese Mutterkirche, hat die wahren Zeugen Jesu verfolgen und töten lassen. Durch die gesamte Geschichte hindurch. Sie war betrunken von dem Blut der Heiligen, die Zeugen Jesu. Und sie trägt eine goldene Schale voller Unreinheit ihrer Hurerei. Und das ist eben diese goldene Schale, die da der Papst immer wieder hebt bei ihren Messen. Und die Farben der Kardinäle,
Kardinäle und so weiter, sind ja diese, genau diese zwei Farben. Einmal Purpur und einmal Scharlach. Genau. Jetzt wird die Hure beschrieben, woraus sie besteht. Eben aus purpurrote Farbe und Scharlach. Und genau das sind die zwei Farben von diesen Kardinälen und Priestern da. Und der Engel sprach zu mir: Verwundertest du dich? Ich will dir das Geheimnis der Frau sagen und des Tieres, das sie trägt, das die 7 Köpfe und die 10 Hörner hat. Das Tier, das du sahst, war und ist nicht und wird aus dem Abgrund heraufsteigen und ins Verderben gehen. Und die, die auf der Erde wohnen, deren Namen nicht in dem Buch des Lebens geschrieben sind, von Grundlegung der Welt an, werden sich verwundern, wenn sie das Tier sehen, dass es war und nicht ist und da sein wird. Hier ist der Verstand, der Weisheit hat. Die 7 Köpfe sind 7 Berge, denen die Frau sitzt. Und es sind 7 Könige. 5 von ihnen sind gefallen. Der eine ist da, der andere ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muss er für eine kurze Zeit bleiben. Und das Tier, das war und nicht ist, er ist auch ein Achter und ist von den 7 und geht ins Verderben. Und die 10 Hörner, die du sahst, sind 10 Könige, die noch kein Königreich empfangen haben. Aber sie empfangen Gewalt wie Könige für eine Stunde mit dem Tier. Diese haben einen Sinn und geben ihre Macht und Gewalt dem Tier. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie überwinden. Denn er ist Herr der Herren und König der Könige. Und die mit ihm sind Berufene und Auserwählte und Treue. Und er spricht zu. Ja? War das schon fertig oder geht es jetzt weiter? Jetzt geht noch Vers 15. Und er spricht zu mir: Die Wasser, die du sahst, wo die Hure sitzt, sind Völker, Völkerscharen und Nationen und Sprachen. Und die 10 Hörner, die du sahst, und das Tier, diese werden die Hure hassen und werden sie öde und nackt machen und werden ihr Fleisch fressen und sie mit Feuer verbrennen. Denn Gott hat ihre Herzen gegeben, einen Sinn zu tun, in einem Sinn zu handeln und ihr Königreich dem Tier zu geben, bis die Worte Gottes vollbracht sein werden. Und die Frau, die du sahst, ist die große Stadt, die das Königtum hat und über die Könige der Erde. Amen. Amen. Ja, die Frau sagt auch die 7 Hügel. Na? Rom ist bekannt dafür für ihre 7 Hügel und da ihre geistliche Unzucht zu begehen. Vatikan ist auf Rom und der Vatikan ist dann auf 7 Hügel, wie es beschrieben ist. Ja, mit den großen Steinen und so weiter, so mit den schönen Sachen, ne, mit dem Gold und so weiter. Und da sehen wir und erkennen wir ganz klar, Vatikan, geistliche Unzucht, Vatikan, der macht immer diese geistliche Unzucht mit den Heiligen. Die werden farblich sogar genannt, wie Bruder Reza sagte, mit dem Purpur und Scharlach. Vatikan, immer wieder auf dem Vatikan und die wird als Hure Babylon betitelt. Ja, die geistliche Unzucht tätigt. Babylon war bekannt dafür für Unzucht und die betätigen geistliche Unzucht, Götzendienst. Und das machen die für bitte an Heilige. Beten dann Heilige ständig an. Padre Pio heißt einer davon. Maria und so weiter. Und deswegen sehen wir Katastrophe. Die Bibel spricht davon. Das ist es. Die geistliche Hure. Deswegen hab Acht, meine Lieben. Bibel lesen und die Welt erkennen. Nur mit Bibel lesen. Bruder Reza, willst du noch was am besten noch hinzufügen? Nein, genau, das ist halt die Beschreibung der Hure Babylon. Warum wird diese Frau, diese Kirche auch gleichzeitig als eine Frau und auch Hure bezeichnet? Also keine, das ist ja ein Pendant, ein Gegenstück zu der Braut Christi, die treu ist. Also es gibt eine Braut Christi und es gibt eine Hure Babylon. Genau. Also die eine ist untreu, ist eine Hure, die hurt rum mit den Götzen dieser Welt, vor allem mit den babylonischen Götzen. Und eben die Braut Christi, aber die dem Herrn Jesus treu ist. Also es sind zwei Kirchen. Zwei Bräute. Eine ist eine Hure und die eine ist eine Braut, die treu. Genau, und die Braut ist eben die Gemeinde Jesu Christi, die wahren Wiedergeborenen.
dass das ganz neue Jerusalem war das, glaube ich, die Braut Christi. Und die Hure ist eben untreu und betet insgeheim die babylonischen Gottheiten an. Und sie wurde beschrieben, goldener Becher, das hat der Vatikan, Purpur und Scharlachfarbe der Priesterschaft, Kardinäle, die haben diese zwei Farben, die tragen die. Und diese Kirche, diese Hure hat die wahren Zeugen Jesu halt getötet, immer wieder verfolgen und töten lassen. Und das hat die katholische Kirche immer wieder mit den wahren Christen eben verfolgen und töten lassen. Zum Beispiel die Wiedertäufer aus der Reformation. Etliche Tausende von diesen Wiedertäufern haben sie foltern und töten lassen, die katholische Kirche, in verschiedenen Stadien, also Zeitstadien. Das ist die katholische Kirche. Ja. Das sind diese Zeichen, die wir ja sehen, ne? Was alles immer seine Richtigkeit dann immer hat. Ja, die Bibel warnt uns. Wer die Bibel liest, der wird auch viel Erkenntnis daraus ja erwerben. Ist ja klar. Die Weisheit ist aber Gott. Und Gottes Wort, da ist viel Weisheit. Deswegen, meine Lieben, liest die Schrift. Durch Lesen werdet ihr schlau. Und seid von neuem geboren. Stirbt der Welt ab und gebt euer Herz den Herrn Jesus Christus. Sonst werdet ihr nicht im Paradies gehen. Das ist sehr, sehr wichtig. Welche katholische Kirche lehrt sowas, Bruder Reza? Keine Kirche lehrt sowas. Du musst von neuem geboren sein. Die kennen nur das Wort gar nicht mal. Wiedergeburt. Die lernen doch niemals die Trinität, ey. Ja. Ich habe dir jetzt mal ein Bild geschickt, hier mit Purpur und Scharlach, die Farben der Kardinäle in dem Vatikan, Bruder. Wenn du willst, kannst du das mal kurz. Hört ihr mich? Hallo? Hört ihr mich? Ist der Wahnsinn. Ich habe aus Versehen hier. Was ist das denn? So, machen wir erstmal das. Bruder Reza, bist du noch da? Ihr hört mich, ne? Ich war gerade weg irgendwie. Warte, da ist Reza. Einladung schicken. Da ist Axel. Wie der hier alles macht. Ist denn nicht so alles weg? Also hat er uns alle rausgeschmissen. Ja. Genau. Ne? Purpur und Scharlach, die Farben der Kardinäle da im Vatikan. Genau, da seht ihr es, meine Lieben. Ne? Mit euren eigenen Augen. Ja, genau. Und dann eben das nächste Bild, Bruder, mit den goldenen Becher. Warte, ich hoffe, da passiert jetzt nichts. Ich mach mal so. Okay, wartet. So, da seht ihr den Süßen. Ja. Genau, das ist genau. Der goldene Becher. Der goldene Becher. Genau, ein Götzendienst voller Hurerei, sagt die Bibel, das Wort Gottes über diese Hure Babylon. Ja, alle was auf ihrem Haupt. Genau, 1. Korinther 11, ne? Gegen die Bibel. Die haben alle was auf den Haupt. Na? Wer betet oder der Weissagt, der schändet sein Haupt als Mann. Das machen die. Das ist klar. Ja, ist das nicht heftig, ne? Die geistliche Unzucht, die tätigen, das ist heftig. Ja, der Vatikan, ich will euch was zeigen. Eine römisch-katholische Kirche zum Beispiel hat auch was ganz Krasses. Satanische Symbolik. Hexagramm, Pentagramm und so weiter. Ja. Da seht ihr es. In den Kirchen einfach drin, das wäre nichts. Da müssen wir eine gewisse Aufklärungsarbeit wieder tätigen, oder Reza? Auch nochmal hinweisen, auch sehr wichtig. Genau sowas hier. Ja. Genau. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Diese Zeichen haben diese Leute. Ne? Und da können wir gleich nochmal drauf eingehen, weil jemand hat mir kurz eine Einladung geschickt. Gehen wir dann wieder drauf zurück. So. Gottes Segen. Orthodox.
Hört du uns? Ja, hallo. Ja, Gottes Segen, was liegt auf dein Herzen? Danke. Guck mal, Leute. Ihr nennt euch doch wiedergeborene Christen, gell? Ja. Okay, seit wann gibt's sowas? Apostelgeschichte, Kapitel 2. Was meinst du mit sowas? Schokolade oder sowas? Diese ja, Schokolade. Alle Christen sind doch wiedergeboren. Ja, alle Christen reden sind so wiedergeboren. Abschätzlich über die Wiedergeburt. Diesen Christen. Seit wann gibt es denn sowas? Also, als ob man so fragen würde, seit wann gibt es denn diesen Schwimmbad? Weißt du, wie abschätzig du über das Wort Gottes gerade geredet Guck hast? Guck mal, ihr habt nicht mal Kirchen habt ihr, nicht mal Bischöfe, hast nicht mal gerade über Kirchenväter. Johannes 3, alles lehnt abschätzig ihr ab. Geredet, orthodox. Alles lehnt ihr ab. Was soll das? Du hast jetzt gerade Johannes 3, Vers 3 abgelehnt. Lies mal vor, Johannes 3, Vers 3. Ja, lies du mal lesen? Vor. Dann liest du vor. Ich habe das jetzt nicht vor mir. Dann liest du doch vor. Du hast doch die Bibel. Ich will es aus deinem Mund hören. Ja, ich habe die Bibel aber nicht auf Deutsch. Ich kann die gerne vorlesen. Wenn ja, lies jetzt auf deine Sprache und dann übersetze es. Johannes 3, Vers 3 ist nur ein Vers. Das ist doch ganz leicht zu übersetzen. Warte. Auf welche Sprache hast du die? Griechisch. Griechisch, ja, okay, lies vor. Einen Moment, warte. Was hast du gesagt, Johannes? Johannes Kapitel 3, Vers 3. Der wichtigste Vers der Bibel kennt er nicht. So unglaublich. Der allerwichtigste. Gottes Segen, Evangelist. Okay, du meinst es mit der Wiedergeburt. Wie heißt was? Mit der Wiedergeburt meinst du bestimmt. Ja, genau, lies doch vor. Und übersetz mal auf Deutsch. Ja, sag doch. Ja, lies doch kurz Johannes 3, Vers 3 vor und dann übersetz. Ich will so nichts bringen, wenn ich die jetzt vorlese. Genau, es bringt nie was, wenn man das Wort Gottes liest. Genau, das auf ist jeden so. Fall sagt doch mal. Genau. Seit wann gibt es diese Sekte, an der ihr glaubt? Guck mal, jetzt mache ich dich einmal stumm. Lies doch jetzt vor, was da drin ist. Schäm dich jetzt nicht. Langsam reicht sowas. Lies vor, was steht da? Lies doch vor. Ja, liest du doch vor. Das gibt's doch gar nicht wieder. Sie schämen für das Wort Gottes. Wer nicht von neuem geboren ist, der wird nicht den Reich der Himmel, sei ruhig. Wer nicht von neuem geboren ist, ja, der wird nicht in das Reich der Himmel kommen. So steht's geschrieben. Okay. Ja, das lehne ich auch nicht. Ja. Genau. Ja, hast du doch gerade abgelehnt. Du hast gesagt, was ist das mit der Geburt und so. Ja, aber ihr nennt euch, eure Religion nennt sich wiedergeborener Christ. Nein, du bist ehrlich. Ihr habt keine Kirche, Peter. Ihr habt keine Kirche. Ihr habt gar nichts. Warte, Werte, orthodox, wer ist die Kirche? Wer ist die Ekklesia? Guck mal. Warte, Mutter Teresa, wer ist der? Alle, die sich Christen nennen, müssen wiedergeboren sein. Egal, ob orthodox, ob katholisch, evangelisch. Na, wer bist du für einer? Orthodox, was ist die Ekklesia? Wer ist die? Verstehst du, man kann wiedergeborener orthodox sein, wiedergeborener katholisch sein. Orthodox, wer ist die Ekklesia? Nicht mal, warte mal, eine Frage, wohin gehe ich denn zur Kirche? Mia. Orthodox, wer ist die Ekklesia? Du lehnst doch die Kirche ab, oder nicht? Du meinst das ernst, ne? Wer ist die Ekklesia? Antworte doch bitte. Ja, Anna, ich hole dich sofort rein. Okay, stell dir eine Frage. Gehst du zur Kirche, ja oder nein? Du meinst das ganz ernst, ne? Wer ist die Ekklesia? Ja, sag mir, wer die Ekklesia ist. Du Scheiße. Oder Reza, was ist mit dir los? Reza, ich rede jetzt mit dir. Gehst du zur Kirche, ja oder nein? Gehst du ins Schwimmbad, ja oder nein? Aber guck mal, du vergleichst gerade Schwimmbad mit Kirche. Da bist du schon mal ins Schwimmbad gewesen. Mit dem Haus Gottes. Das Haus Gottes ist so ein Gebäude mit so an der Straßenecke. Die Kirche, genau, die von Jesus gemacht wurden, nicht von den Menschen. Okay.
Ja, die Kirche ist nicht ein geistiges Gebäude, weil du kennst natürlich, wir hatten Kirchenväter, wir hatten gelesen. Wir hatten Bischöfe, wir haben Diakonen. Genau, du hast 1. Petrus 2 gelesen und hast auch begriffen, dass die Kirche Gottes, die Ekklesia, was der Bruder gerade dir sagen wollte, ein geistiges Gebäude ist, bestehend aus wiedergeborenen einzelnen Menschen, die da hineingesetzt worden sind in diese geistige Gebäude, geistige Tempel. Orthodox, lies doch mal 1. Petrus Kapitel 2, Vers 5. Lies das mal vor. 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 5, ist da, wo fast die Offenbarung ist. In der Richtung kannst du blättern. Bitte mach das mal. Jetzt zeig jetzt jeden, ob ich ein Lügner bin oder ob Bruder Reza ein Lügner ist. Zeig es mal. 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 5. Alle aufschlagen, an die Zuschauer auch, wenn ihr die Bibel jetzt habt. 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 5. Jetzt kontrollieren wir, ob wir richtige Lügner sind. Und schon ist er weg. Hast du das gesehen? Und weg ist er. Hast du das gesehen? Das ist wahr. Schon weil gesehen, wie er abschätzig über die Wiedergeburt gesprochen hat. Ja. Und seit wann gibt es denn sowas mit eurer Wiedergeburt? Weil er kennt das ja nicht. Weil seine Priester reden ja nicht über diese Sachen. Weil die nicht wiedergeboren sind. Deswegen redet er abschätzig über unser Heil. Die Wiedergeburt. Das ist richtig. Das ist so traurig. Habt ihr gesehen, was er für einen Geist hat, diese Leute? Ja, ja. Gottes Segen, Anna. Hallo, Gottes Segen euch. Na, danke. Grüß dich, Anna. Ich wollte noch was fragen. Bitte. Ja, bitte. Um was ging es jetzt gerade? Also ich bin gerade neu reingekommen und ich habe es gerade irgendwie gar nicht verstanden, was es ging. Bruder Reza, erzähl mal bitte. Ja, da war ein Orthodoxer, der eben nicht errettet ist, der nicht den Heiligen Geist empfangen hat, weil er nicht wiedergeboren ist, nach Johannes 3, Vers 3. Da spricht der Herr Jesus über die Errettung eines Menschen durch die Neugeburt, eben die aus dem Heiligen Geist geschieht. Und das konnte er nicht verstehen. Er weiß gar nicht, was das ist. Weil er die Bibel nicht kennt, weil er nicht wiedergeboren ist. Also alles. Aber hochmütig ist er. Da habe ich dir auch schon bei dir ein, ist das so ein, du hast ja auch einen orthodoxen Kreuz, das heißt, du bist auch orthodox. Genau. Du bist orthodox, Anna? Ja, bin ich, aber ich bin halt russisch-orthodox und ich glaube an Jesus Christus, also ich, ja. Hm. Ja, hast du schon die Bibel angefangen zu lesen? Ja, aber ich kenne nicht alles. Aber du bist ja gerade dabei, das meine ich ja, gerade dabei zu lesen, Stück für Stück immer mehr, natürlich. Ja, natürlich. Naja, schön, das ist so wichtig, Anna. Wann fängst du, also wann hast du damit angefangen? Vor ein paar Monaten, Wochen, Jahren? Seit einem Jahr vielleicht. Okay. Wo bist du zurzeit? Du hast bestimmt Neues Testament angefangen, ne? Ich will mich mit dem Ganzen, also Altes Testament und Neues Testament. Im Neuen Testament kenne ich es aus als im Alten Testament. Und jetzt gerade lese ich den Alten Testament. Also Neues Testament hast du komplett durch. So. Anna? Ja, hallo? Also Alte Testament hast du komplett durch. Das Alte oder das Neue? Entschuldigung, das Neue. Ja, ich glaube schon, mir fehlen nur ein paar Sachen noch. Ah, die fehlen nur ein paar. Ja, okay. So, was ich da sagen kann, mit der Bibel, ne? Ist dir da nichts was aufgefallen? Mit der Babytaufe zum Beispiel? Hast du die Babytaufe im Neuen Testament gefunden? Hallo? Bist du noch da? Anna? Man hört dich nicht. Anna? Du musst wieder in TikTok reinkommen, dann hört man dich. Hallo, hört man mich? Jetzt. Hast du die Babytaufe im Neuen Testament irgendwo gelesen? Nein, leider noch nicht. Aber ich bin gerne, wie nennt man das? Ich höre es mir gerne an. Ja, okay. Was wäre, wenn ich dir jetzt zeige und beweise, dass die Babytaufe gar nicht in der Bibel vorhanden ist? Beispiel. Es gibt eine Voraussetzung für eine Taufe. Na? Apostelgeschichte 2, Vers 38. Hast du die Bibel vor dir liegen? Ja. Bitte lies mal Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 38.
Sehr, sehr wichtig, Anna. Sehr, sehr, sehr wichtig. Was soll ich nochmal aufschlagen? Apostelgeschichte, Kapitel 2. Vers 38. Okay. Genau. Was steht denn da? Da sprach Petrus zu ihnen, also meinst du das? Genau. Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen und den Namen Jesu Christus zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Amen. Also, was ist die Voraussetzung der Taufe? Was hat Petrus gesagt? Was muss man erst tun, bevor man sich taufen lässt? Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen und den Namen Jesu Christus zur Vergebung. Ja. Genau. Also man muss Buße tun, bevor man sich taufen lässt, richtig? Ja. Genau. Kann ein Baby Buße tun? Kann ein Baby sowas? Nein. Genau. Also entspricht die Kirche, die orthodoxe oder die katholische, nicht mit der Bibel. Die tun genau das Gegenteil, was in der Bibel steht. Genau das Gegenteil. Aber welche Religion habt ihr dann? Wir glauben nur an den Herrn Jesus Christus und glauben nur an die Bibel. Ah, so wie es die ersten Christen gemacht haben. Also nicht in die Kirche, oder? Genau, weil wir sind ja die Kirche. Okay. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 5. Klar, ihr könnt auch ein Gebäude jetzt mal nutzen, ein Ort, na, wo wir Christen uns versammeln und dann einen Gottesdienst machen. Das geht, ist ja klar. Es gibt auch einen ältesten Bischof, ne? Bischofdienst, Diakon, die haben wir auch. Steht ja in 1. Timotheus Kapitel 3. Ist ja nicht gelogen. Na, und ist alles drin. Nur, jetzt gibt es die Feinheiten. Wir halten uns wirklich nach der Bibel. Wir sind dieses, orthodox heißt ja strenggläubig, ne? Wir sind strenggläubig. Genau wie es wirklich drin steht. Und halten uns wirklich nach der echten Wahrheit. Und wenn wir jetzt sehen, Buße tun ist die Voraussetzung. Ja. Und die Person, ein Baby kann da keine Buße. Es gibt ja kein Baby, der sagt, Gott, vergib mir, ich hab gesündigt. Stimm dich jetzt an. Gibt's ja nicht. Also schon mal Babytaufe, eine Irrlehre. Das heißt, schon hat die Orthodoxie einen Wackelpunkt. Ganz stark. Mit die Kirche von den Katholiken. Und die evangelische genauso. Ein Wackelpunkt. Babytaufe ist Katastrophe. Lies mal bitte Apostelgeschichte 2, Vers 41. Ein paar Verse weiter. 41. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Was haben die getan? Erst den Herrn Jesus angenommen, dann sich taufen lassen, richtig? Ja. Genau. Siehst du? Also erst einmal die Annahme, dann, ne? Weil die Taufe rettet dich ja nicht. Die gibt ja auch nicht den Heiligen Geist. Das wissen wir schon nur durch. Warte mal. Es gibt ja einen Vers, glaube ich, wo da steht, dass. Ein Moment bitte kurz. Kein Problem. Mit Hallo. Oder Reza, wenn dir was einfällt, immer sagen, ne? Ja, Schäme. Nee, alles gut. Du sagst das schon alles richtig. Ich muss da nichts mehr dazu sagen. Natürlich kann man die Anna auch gleich fragen, ob die wiedergeboren ist, nach Johannes 3, Vers 3. Ne? Und dann wirst du leider sehen, dass das noch nicht der Fall ist. Hallo? Ja. Entschuldigung, es ist gerade ein bisschen laut. Ist nicht schlimm, wenn laut ist. Das ist für mich kein Problem. Ach,
Bei jedem ist es mal laut. Gottes Segen. Gottes Segen. Gottes Segen. Ja. Warte, Anna will noch was sagen. Anna, ja? Ich wollte doch nichts sagen. Also ich habe schon nachgedacht. Ach so. Nein. Ah, okay, schon. Danke. Aber ich wollte dich ausreden lassen, weil du wolltest ja noch was anderes sagen. Ja. Die Heilige, also die Taufe gibt auch nicht den Heiligen Geist, ne? Das sagt die Orthodoxie, auch die Katholiken. Und da lesen wir nur Apostelgeschichte Kapitel 8, Vers 14 bis 17. Kannst du das aufschlagen? Kapitel 8, 14 bis 17. Bei Apostelgeschichte, oder? Ja, Kapitel 8, 14 bis 17. Soll ich das vorlesen? Ja, bitte. Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Diese kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen, denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren nur getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Genau, die waren nur getauft und hatten nicht den Heiligen Geist. Die waren nicht von neuem geboren, also die brauchten noch den Heiligen Geist. Da haben wir jetzt gesehen, die Taufe rettet dich nicht. Die Taufe gibt auch nicht den Heiligen Geist. Erinnere dich, Anna. Du hast bestimmt den Jesusfilm gesehen, 100%. Das ist ja schon ein Muss für einen Orthodoxen auch noch. Und da hast du auch bestimmt gesehen, den Verbrecher neben den Herrn Jesus Christus. Erinnerst du dich? Ja. Genau. Hat der Verbrecher neben den Herrn Jesus Christus zu Jesus gesagt, Herr, bitte gedenke an mich, wenn du im Paradies gehst? Und der Herr Jesus sagte doch, heute wirst du mit mir noch im Paradies gehen. War das richtig? Ja. Also wo der Verbrecher neben den Herrn Jesus doch gesagt hat, kannst du bitte an mich denken, wenn du im Himmel gehst? Oder hast du den Film nicht gesehen oder gelesen? Na, da kenne ich mich wirklich nicht so gut aus. Okay. Also bitte jeder bestätigen. Da musst du nur die Evangelien lesen. Aufklärung, warte, meine lieben Zuschauer, Aufklärung entschlüsseln. Einmal bitte folgen alle. Also an. Folgendes. Der Verbrecher, es gab ja zwei Verbrecher, ja. Deswegen auch dein Orthodoxenkreuz. Warum hat der noch ein Zeichen davon? Das symbolisiert die anderen zwei Verbrecher, die noch gekreuzigt worden sind. An die wird auch gedacht. Quere Balken, genau, dieser untere quere Balken symbolisiert eben den einen Verbrecher, der eben nach oben zeigt, der errettet ist, und der andere eben, der nicht errettet wurde und eben in die Hölle kommt, nach unten. Dieser Querbalken unten, an deinem Kreuz, genau. Anna. Genau. Ja. Das ist dein orthodoxes Kreuz, genau. So, und dann der Verbrecher, der gesagt hat, Herr, bitte gedenk an mich, wenn du im Paradies gehst, und dann hat er Jesus gesagt, da hat er auch gesagt, bitte erbarme mich auch an mir, da hat er Jesus gesagt, heute willst du mit mir im Paradies gehen. War er getauft? Ein klares Nein, er war nicht getauft. War er gerettet? Ein klares Ja, er war gerettet. Die Taufe rettet dich nicht, die ist nur ein symbolischer Akt, die symbolisiert und repräsentiert und zeigt, ich habe Jesus angenommen, und das ist schön und wichtig, aber die rettet dich nicht, ja. Retten tut dich nur die Wiedergeburt. Johannes 3, Vers 3. Kennst du Johannes 3, Vers 3? Ja. Also, kennst du auch das Wort Wiedergeburt? Von neuem geboren, ja. Sein, das meine ich. Ja, sicher. Bist du von neuem geboren, wenn ich dich so fragen würde? Was? Was sag nochmal? Wenn ich dich jetzt einfach so fragen würde, bist du von neuem geboren? Nein. Okay, ist ja nicht schlimm. Kannst du heute werden. So, und dann ist das so, Jesus sagt, lies mal Johannes 3, Vers 3, Anna. Okay. Das ist sehr wichtig. Welche?
Kapitel nochmal? Johannes Kapitel, also Johannes Evangelium, ja. Kapitel 3, Vers 3. Okay. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Genau. Du siehst, Jesus sagt selber, der muss von Neuem geboren werden. Ja. Lies mal bitte Vers 5 davon, Vers 5, damit das kurz einmal geklärt ist. Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht das Reich Gottes eingehen. Dass ich das kurz aufkläre. Viele denken jetzt, das Wasser, ah, da ist die Taufe. Nein, nein. Das ist, Jesus hat mit Nikodemus geredet, ja. Es ging um den Alten Testament. Da heißt, und da gab es dann nicht so diese Taufe, wie man jetzt so denkt. Alte Testament mit dem Großpharisäer hat er geredet, der Großgelehrte Israel. Und da ist ein Alten Testament Wasser, war ja dafür da, die Reinigung der Sünden, ja. Die, bevor die in den heiligen Tempel reingegangen sind, haben die sich ja mit diesem Ritualbad gemacht, um dann reingehen zu dürfen und so weiter. Also Wasser diente immer zur Reinigung der Sünden. Was ist jetzt heute, was uns reinigt? Öffne bitte Galater Kapitel 3. Ich muss es selber aber nachschauen, welcher Vers, warte.